Und vor allen Dingen auch einem Mikro, was an ist. Ja, nochmal herzlich willkommen an alle hier, die draußen an den Bildschirmen sitzen. Vor allen Dingen auch an Herrn Süpdiz und Simone Heckmann, die hier ganz modern per Videoschaltung auch dabei sind. Und wir gucken uns sogar in die Augen. Das geht ganz gut hier. Im Axica sitzen wir wieder am Brandenburger Tor. Wir haben viele Gäste hier bei uns und würden auch gleich die Gäste einladen, sich ganz kurz vorzustellen, weil ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir uns als Community einfach auch kennen, wissen, wo wer herkommt und wer eben hier auch seine Expertise einbringen möchte. Ja, wir haben eine Agenda, die sicherlich einige Stunden beinhaltet. Von Expertise, Inhalt, Diskussion, ein paar PowerPoints für Sie natürlich. Wir sprechen über eine Indoor-Roadmap, über tiefmedizinische Fachinhalte. Herr Jedamczyk nickt schon neben mir. Und natürlich auch ein wenig über Politik und wollen natürlich auch Beschlüsse fassen. Und das ist sicherlich das ganz Wichtige heute, dass wir eben alle mitnehmen. Und ich lade auch mal noch mal alle ein, die draußen sitzen. An den Bildschirmen, dass hier auch Fragen gestellt werden. Die gehen quasi eins zu eins zu uns rüber. Ich sehe rechts nickt Herr Höchel, der diese Fragen dann für uns erstmal anschaut und dann nochmal vielleicht übersetzt in unsere Fachsprache oder auch nicht und die einfach dann stellt. Und Sie dürfen die zu jedem Zeitpunkt stellen. Also zu jedem Tagesordnungspunkt bitte ich dann nochmal, die Fragen zu stellen und versuchen Sie einfach auch, diese Chance zu nutzen. Darum geht es nämlich letztendlich. Wir sind jetzt über 100 Expertinnen hier, die dieses Interop Council ausmachen. Und wir möchten natürlich auch, dass Sie alle Fragen stellen können und auch die richtigen Antworten bekommen, sofern wir die Antworten schon haben. Viele Dinge sind hier noch nicht ganz klar. Und wir wollen Klarheit schaffen. Das ist auch Interoperabilität. Nun möchte ich direkt, ich sage noch mal ganz kurz ein paar administrative Dinge. Wir haben schon, ich hatte ja schon gesagt, Frau Simone Heckmann ist hier online dabei, Herr Süpdiz auch. Und Herr Sedelmeier lässt sich entschuldigen, der ist auf einem sehr wichtigen Termin, kann leider heute nicht teilnehmen und daher gibt es auch keine Vertretung. Und daher haben wir heute 6 stimmberechtigte Mitglieder des Interop Councils und 2 Mitglieder, beziehungsweise ein stimmberechtigtes Mitglied der Gematik und eines vom BMG. So hätten wir eine Zweidrittelmehrheit, beziehungsweise wir könnten abstimmen. Wir sind abstimmungsfähig und ein Beschluss wird gefasst, wenn eine Zweidrittelmehrheit gegeben ist. So einfach ist es heute. Ich glaube, der Rest ist nicht ganz so kompliziert. Das heißt, wie viele Mitglieder brauchen wir für einen Beschluss? Wir sind 7 und wir brauchen dann 6 Mitglieder für einen Beschluss. Ist das richtig, Herr Höchel? Ja, mit der kleinen Ergänzung, die 2 außerordentlichen Mitglieder sind nicht zur Abstimmung genötigt. Sie können das frei entscheiden. Wenn Sie sich enthalten, dann wären das sozusagen 4 Stimmen, die von den 6 anwesenden Interop-Council-Mitgliedern heute notwendig wären für die Beschlusslage. Wir gehen das nochmal durch bei jedem Beschluss. Und wir haben jetzt mittlerweile auch über 20 Externe, die sich schon eingeschaltet haben. Und ich werde den Chat auch soweit moderieren und von der Gematik auch nochmal ganz herzliches Willkommen heute Mittag hier. Gibt es schon was im Chat? Hat schon jemand gesagt, wo er herkommt, Noch aus nicht, welcher wir Stadt sammeln das vielleicht? noch, wir sammeln das noch. Vielleicht nutzen wir die Möglichkeit nochmal, wie Sie vorgeschlagen haben, für eine kurze Vorstellungsrunde. Und vielleicht noch ein organisatorischer Hinweis: Wir werden gegen 14 Uhr eine kurze Pause hier vor Ort machen, wahrscheinlich 10 Minuten, um sich kurz die Beine zu vertreten und nochmal was zu trinken zu holen, damit die Gäste am Bildschirm dann auch nochmal kurz die Pause einplanen können. Und ansonsten haben wir ein schönes Programm vorbereitet. Frau Thun, ich übergebe wieder an Sie. Genau, damit wir uns besser kennenlernen, würde ich jetzt mal die Runde eröffnen. Ich werde also uns selber nicht mehr auffordern, uns vorzustellen. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Außerdem steht auch alles im Internet und ich finde es viel spannender, herauszufinden, wo jetzt hier unsere Mitglieder des Expertenkreises herkommen. Und ich würde anfangen mit der Heike Moser, die ja allseits bekannt ist, da sie seit vielen, vielen Jahren uns begleitet im Bereich Interoperabilität. Liebe Heike vom DIN, magst du dich kurz vorstellen? Knöpfchen drücken. Das linke. Jawohl, jetzt.
Ja, mein Name ist Heike Moser, ich bin vom Deutschen Institut für Normung, vom DIN und betreue da den Bereich Fachbereich medizinische Informatik und das schon ziemlich lange, wie Silvia gesagt hat. Genau, ich freue mich heute dabei sein zu können. Genau. Okay, dann gehen wir so weiter. Bitte. Mein Name ist Reza Masari, ich bin von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen und betreue dort die Bereiche Telematik, Infrastruktur und eHealth. Herzlich willkommen. Nathalie Gladkoff, ich bin Referentin für digitale Medizinprodukte beim BVMed und mir ist es ein Anliegen, dass wir die Healthcare-IT mit der MedTech zusammen verbinden und deswegen bin ich hier auch dabei. Ja, ein ganz wichtiges Anliegen und darüber werden wir sicherlich auch sprechen. Ja, mein Name ist Sandra Barnett, ich komme von der Techniker-Krankenkasse und ich bin dort im Berliner Büro für das Thema Digitalisierung zuständig. Ich freue mich, hier zu sein. Großes Thema. Gut, herzlich willkommen. Mein Name ist Johannes Konrad. Ich arbeite bei Bain & Company und berate im Bereich Digital Health. Mein Name ist Philipp Stachwitz. Ich bin einerseits klinisch immer noch tätiger Anästhesist und Schmerztherapeut und vertrete hier auch die Anliegen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin als deren Experte für Digitalisierung und hoffe, den, ja, ich sag mal, klinisch versorgenden Blickwinkel immer wieder mit einbringen zu können. Ich glaube, es gibt niemanden, der Philipp Stachwitz nicht kennt. Oh, sorry, hätte ich mich nicht vorstellen sollen. Nein. Okay, wir gehen weiter. Ja, mein Name ist Franziska Bartelt. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für medizinische Informatik und leite dort den Fachbereich Interoperabilität. Mein Name ist Ines Reinicke und ich bin auch von der TU Dresden Medizinische Fakultät. Ich bin dort im Rahmen der Medizininformatik-Initiative angestellt und leite noch das Team von Odyssey Germany. Also habe einen großen Fokus auf retrospektive Forschung, auf Versorgungsdaten. Und eine große Herausforderung wird sicherlich sein, die Krankenhausdaten auch mit den Daten der Niedergelassenen für die Forschung so zusammenzubringen, dass das eben auch ganzheitlich möglich ist. Ja, da ist Herr Sedelmeier gut vertreten durch Sie zwei. Gut, Stefan Schuck hier benannt als Vertreter von Fachgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Gesundheitstelematik, zugleich mit einem langen europäischen Hintergrund, mit dem Steckenpferd aktuell europäischer Gesundheitsdatenraum, wo sich einiges getan hat. Ich bin auch selbst noch in der Beratung tätig und führe gerade eine Expertise zum Thema Telemedizin und Wearables durch, was eigentlich ganz schön zu dem Arbeitskreis 3 irgendwie überleitet und passt. Stefan, ich habe direkt eine Frage an dich, wo du dann den europäischen Gesundheitsdatenraum ansprichst und du bist ja auch unser Experte in Europa neben anderen. Meinst du, wir sind auf dem richtigen Weg in Deutschland mit den Standards? Ja, natürlich ja. Also ich meine, ist jetzt keine gefakte Antwort. Die entwickelt sich ja jetzt alles in Richtung dessen, was sich in Europa auch tut und international. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die, also seit wir uns das letzte Mal getroffen haben, gibt es ja tatsächlich diesen Verordnungsentwurf. Und der Verordnungsentwurf nimmt ja jetzt eindeutig Bezug auf dieses relativ kurze Papier aus 2019, wo ja FHIR und alle Dinge so reingeschrieben worden sind. Und das soll jetzt verbindlich werden. Das passt eigentlich alles so zusammen. Und wie geht denn Europa mit der SNOMED-Lizenz um? Die SNOMED-Lizenz können... Mitgliedschaft ist es ja eher. Ne? Eine Mitgliedschaft ist es. Wird es eine europäische Mitgliedschaft geben? Davon weiß ich nichts, aber im Moment gibt es ja das Projekt, dir natürlich auch bekannt, dass die es noch nicht waren, dass die 50% ihrer Mitgliedsbeiträge co-gefördert bekommen. Insofern ist da sicher auch ein starker Zug. Auf der anderen Seite gibt es ja mit allen Nachteilen, aber Global Patient Set. Was jetzt auch nochmal zunehmend erweitert worden ist, also ich denke, dass insofern das eigentlich die Hürde relativ gering ist. Ich muss aber gestehen, dass ich jetzt von SNOMED in diesen Papieren aktuell auch nichts gesehen habe. Dankeschön. Heike. Ja, guten Tag in die Runde. Mein Name ist Heike Deventer. Ich arbeite im Bereich medizinische Datenmodellierung und Terminologiestandards bei der CompuGroup und bin zusätzlich noch tätig als Consultant für Terminologieanwendungen. Dankeschön.
Mein Name ist Lena Dimde und ich bin Produktmanagerin für die elektronische Patientenakte bei der Gematik. Felix Cornelius heiße ich. Ich bin, also ich entwickle hauptamtlich eine Software für die Unterstützung von Ärzten bei der Krebsregistermeldung und bin täglich mit dem Problem konfrontiert, dass deren Systeme untereinander und mit den Systemen der Krebsregister vollständig inkompatibel sind. Könnten da Standards helfen? Jetzt mal aus Ihrer Sicht oder aus CGM-Sicht wäre das so ein Weg, der auch für die Industrie gangbar ist. Ganz richtig. Ja, ja. Dann kommen wir. Okay. Ja, Rewe ist mein Name. Entschuldigung, erstmal etwas zu spät gekommen, hatte ich mir falsch notiert. Ich bin Geschäftsführer der Mio 42 GmbH. Wir machen die Standardisierung für Dateninhalte der elektronischen Patientenakte, gleichzeitig mit anderem Hut Dezernent für IT in der KBV und da mit der Technik tiefer Telematik, Infrastruktur, EPA und so weiter beschäftigt. Herr Grebe, was ist denn Ihr neuestes Projekt jetzt? Ich habe da viel, viel gesehen. Ja. Also die neueren Projekte, an denen wir arbeiten, sind assistierte MIOs. Also neuer, ja, es ist immer relativ, manche Projekte sind sehr langläufig, sind jetzt in die Festsetzung gegangen. Aber das, was sozusagen uns am Herzen liegt, wirklich neuer, sind assistierte MIOs, weil wir den Eindruck schon länger haben, dass nicht alles in der MIO 42 selber erarbeitet werden kann, sondern man das offener gestalten muss, alleine der Vielzahl wegen der Daten, die in die EPA kommen. Sonst würde es nach unserem Dafürhalten einfach auch sehr lange dauern, wenn man das sozusagen mehr oder weniger sequenziell machen würde, sodass wir versuchen, mit Partnern das zu machen. Und da haben wir die Bilddaten jetzt einmal, die angegangen werden sollen, als ein assistiertes MIO, was sich auch ganz gut entwickelt. Und mit der Hochschule Osnabrück wollen wir weiter an Pflegedaten arbeiten. Der Pflegeüberleitungsbogen ist ja schon in der MIO 42 selber in der Arbeitung, aber auch der Bereich ist groß wie der ambulante. Also es mangelt nicht, sodass wir da auch in der Form enger mit der Pflege zusammenarbeiten wollen. Ja, nutzt dann auch oft der andere Hut sozusagen, wenn man über die MIOs spricht und gerade bei Leistungserbringern, die bisher so nah noch nicht an der TI waren, spielt sozusagen die andere Seite, das merken wir in unseren Gesprächen, auch immer eine wesentliche Rolle. Es ist ja nicht nur, dass man Daten hat, die man adäquat in der EPA abspeichern kann und wieder runterladen kann für die Versorgung, sondern da sind dann viele Gruppen dabei, die noch gar nicht oder sehr gering überhaupt nur angeschlossen sind an die Telematik-Infrastruktur. Aber ja, mit der Telematik, mit der TI 2.0 glauben wir, dass man das dann auch einfacher realisieren kann als ja, mit dem Rollout von Hardwareboxen, die uns hier und da ja auch Herausforderungen bieten. Gut, darüber sprechen wir heute nicht, genau. Aber natürlich über die Interoperabilität der Daten. Und ich denke, das ist ja großartig, was in Deutschland passiert, dass wir uns hier alle auf Standards festgesetzt haben, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten und dass wir vor allen Dingen auch schon so weit sind. Wenn ich daran denke, dass wir in der MEI auch den radiologischen Befundbericht schon in FHIR spezifiziert haben und hier auch etwas Ähnliches jetzt auf dem Weg ist, ist das natürlich hervorragend. Man muss nur miteinander reden zu einem frühen Zeitpunkt, sodass die Dinge nicht auseinanderlaufen, sondern weiterhin zusammenbleiben. Jetzt komme ich schon auf die linke Seite. Ja, bitte sehr. Ja, hallo, ich bin Raik Kulisch, auch von der Gematik, arbeite im gleichen Produktteam wie meine Kollegin Frau Dimde und als IT-Architekt begleite ich sozusagen die EPA auch von der technischen Seite. Hallo, ich bin Julian Sass vom Berlin Institute of Health in der Charité hier aus Berlin. Genau, ich bin ein wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ansonsten bin ich noch im Vorstand von H7 Deutschland und auch im TC-FHIR aktiv. Ja, auch von mir einen schönen guten Tag. Constanze Pappert, mein Name. Ich bin Referentin eHealth beim Bundesverband Gesundheits-IT und unter anderem dort zuständig für die AG Interoperabilität und Standardisierung. Super, ja, vielen Dank. Das sind wir hier im Raum und vielleicht können Sie in den Chat noch schreiben, wo Sie herkommen. Wir haben auch erste Vorstellungen tatsächlich und wir freuen uns sehr, dass wir
auch aus den medizinischen Fachanwendergruppen jemanden dabei haben, nämlich Jennifer Franke, die selbst Kardiologin ist und Chief Medical Officer für Kardiologie bei Philips. Aus der Industrie haben wir dann noch Herrn Andersen von Dräger, der auch in HL7 aktiv ist und in der DIN NAME zum Beispiel. Matthias Kirste, der Client Manager für EMEA ist bei 3M. Und noch etwas außergewöhnlich, ein Architekten des IT-Dienstleisters der Bundeswehr tatsächlich, der sich heute auch mit großem Interesse unsere Sitzung anschaut. Und noch jemanden, der sich selbst als Digital- und Pflegepionierin benennt, Frau Moser. Und die allesamt sehr gespannt sind auf die Themen, die Sie heute vorstellen. Willkommen. Ja, wir fangen auch schon direkt mit einem spannenden Themenbereich an, nämlich den Roadmaps. Wir haben einerseits die TI-Roadmap, die wir teilweise schon kennen. Und auch da gibt es auch Überraschungen, was jetzt noch weiter passiert. Nach 25 habe ich so gesehen. Und danach würden wir die Roadmap, die Interop-Roadmap vorstellen. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Dann lege ich einmal kurz los mit der aktuellen Roadmap der Gematik, soweit wie wir sie heute haben. Wir haben ja diverse Anwendungen, die ich nur kurz heute überfliege, die insbesondere eben auch Berührungspunkte haben mit Standardisierung, mit FHIR, mit Datensätzen, mit KIM, das halt ein Trägermedium ist für standardisierte Datensätze, mit der Patientenakte, wie gerade hier angesprochen, mit dem elektronischen Rezept, das ein Trägersystem ist, eben für einen FHIR-Datensatz fürs Rezept, Medikationsplan und Notfalldatenmanagement, die heute noch bestimmten anderen Standards folgen, wo wir aber das klare Ziel haben, die eben auch nach Standardfestlegungen in Richtung FHIR zu setzen. Das gleiche bei ISIG und ISIP, wo das heute schon passiert. DEMIS, was bereits so arbeitet, und den TI Messenger als neues Produkt, was im Laufe dieses Jahres spezifiziert fertig wird und im nächsten Jahr dann in den Markt kommen soll. Da haben wir vor ein paar Tagen jetzt die Spezifikation veröffentlicht zur öffentlichen Kommentierung, sodass alle Interessierten jetzt beim TI Messenger in der überarbeiteten Version auch ihre Kommentare hinterlassen können, sodass wir sie dann hoffentlich demnächst auch öffentlich freigeben können und zur Umsetzung. Auf die Zeit gesehen sieht das ja heute so aus, dass wir 15 angefangen haben mit den EGKs, 18 TI-Rollout, 20 KIM eingeführt haben als Kommunikationsdienst, dass wir Ende 20, Anfang 21 die EPA in der ersten Stufe gebracht haben, Mitte letzten Jahres das E-Rezept gestartet haben und dann eben jetzt zum Jahreswechsel diesen Jahres die EPA in der Stufe, bezogen zumindest auf die Hintergrundsysteme, zusammen mit den Krankenkassen gestartet haben, die auch die ersten MIOs, also die ersten FHIR-Objekte unterstützen sollen, von denen ja auch Herr Grewe gerade gesprochen hat. Das ist so der Stand für dieses Jahr. Was wir erwarten oder wo wir von ausgehen, dass dann ab Anfang nächsten Jahres die ersten TI-Messenger-Angebote verfügbar sein sollen. Also das nächste Kommunikationsangebot in allererster Linie eben für Organisationen der im Medizinwesen Tätigen. Und dass wir im nächsten Jahr als nächsten großen wichtigen Schritt auch in Richtung der TI 2.0, wie gerade auch angesprochen worden ist, die neuen Identitätssysteme mit den Krankenkassen rausbringen wollen, sodass wir im Laufe des nächsten Jahres eben auch für Patientinnen, Patienten bzw. Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung Identitäten haben werden und wollen, die nicht mehr kartengebunden sind, sodass man halt einfacher weitere Anwendungen im Gesundheitswesen verwenden kann. Dann darauf folgend die nächste Stufe des TI Messengers, der eben auch Videoprotokolle unterstützen soll, so unser Plan. Und dann auch über 24 und 25 insbesondere der Wechsel, den wir angehen wollen, wie gerade angesprochen, zur nächsten Stufe der Thermalik-Infrastruktur. Das, was wir heute die TI 2.0 nennen, also den, sagen wir, den infrastrukturellen Teil wechseln, der die Anbindung oder den Datenaustausch auf normierter Weise untereinander unterstützen soll und wo ja auch ein ganz explizites Ziel ist, im Kontext dessen zumindest alle Anwendungen, die durch die Gematik gestaltet werden, kritisch zu betrachten und eben in Richtung Standardisierung, gerade insbesondere FHIR-basiert, zu verändern, sodass wir hier auf eine gemeinsame Art von Datengrundlage kommen. Was wir also heute haben, was unsere Ziele sind, sind einerseits eben durch eine Patientenakte, durch ein Rezept, eine Krankschreibung
erste Anwendung für die Digitalisierung, soweit wie wir als Gematik das vorantreiben, mit ins Feld gebracht zu haben, wo wir insbesondere darauf achten wollen, dass wir diese eben für Europa öffnen. Da sind wir ja in Aktivitäten, das bis in 2024/25 zu treiben, sodass eben auch entsprechend der jetzigen Vorgaben eine Kurzakte dann basiert auf die International Patient Summary sowie ein E-Rezept über den europäischen Raum ausgeben zu können. Das sind für uns ganz wichtige Dinge und dass wir eben insbesondere auch mit sowas wie EPA, KIM und dann TIM im nächsten Jahr Möglichkeiten für eine schnelle und sichere Kommunikation zur Verfügung stellen, damit wir hier Unterstützungswerkzeuge haben, auf deren Basis dann eben standardisiert Informationen ausgetauscht werden können und die Interaktion nach Möglichkeit in Deutschland, Europa und zwischen allen Gesundheitsberufen stattfinden kann. Ganz kurz im Detail reingezoomt auf so die drei aktuell wichtigsten Anwendungen, was wir jetzt haben und was wir bringen wollen. Für die EPA, die bereits seit Anfang letzten Jahres, zumindest in den Kernsystemen der Krankenkassen, da ist, dass da jetzt möglich ist, auch den Notfalldatensatz hochzuladen, den Medikationsplan, elektronischer Arztbrief als zumindest strukturierte Informationen und insgesamt Dokumente mit einfacher Berechtigungsverwaltung hochgeladen und zwischen medizinisch Beteiligten ausgetauscht werden können. Was Anfang diesen Jahres gestartet ist, wo der Umsetzungsstand unserer Wahrnehmung zumindest, sag ich mal, in der Versorgungslandschaft noch relativ gering ist, dass wir in der Lage sind, eben diese strukturierten Informationen wie den Impfpass, den Mutterpass, Zahnbonusheft und das Kinderuntersuchungsheft in der EPA auszutauschen, auch strukturiert aufzunehmen, anzuzeigen. Wie gesagt, leider noch relativ geringe Umsetzung trotz Standardisierungsvorgaben und dass wir jetzt halt Erweiterung haben im Sinne von feingranularere Berechtigungsgabe und Desktop-Funktionen. Was wir planen als nächste Stufe der EPA gemeinsam mit den Krankenkassen umzusetzen, ist, dass eben die strukturierten Informationen der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung da sein, dass ein MIO für telemedizinisches Monitoring da drin ist, dass die DMP-Datenerfassung darin passiert, dass wir, wie auch gerade angesprochenen Pflegeüberleitbogen in den Kernsystemen der EPA verarbeiten können, dass wir eine DIGA-Anbindung mit in die EPAs bringen wollen gemeinsam, dass das Gesundbund kommt, dass die digitalen Identitäten kommen, so wie gerade angesprochen. Und was sicherlich nochmal ein wichtiger Punkt ist, gerade eben bezogen auf die strukturierten Daten, die wir ja noch gemeinsam in die EPA bringen müssen, dass die sogenannte Forschungsfreigabe ab der nächsten Version möglich sein soll, sodass man halt strukturierte Daten als Patientin, Patientnutzer der EPA für die Forschung freigeben kann. Beim elektronischen Rezept, hier bewusst ohne Jahresangaben, dass wir aktuell eben draußen haben, das elektronische Rezept, was ein Rezeptdatensatz auf Firebasis weitergeben kann für die klassischen Verordnungen nach Muster 16, also das, was heute ein normales Rezept ist, dass wir kurzfristig das für die Privatversicherung weitergeben wollen, Mehrfachverordnungen ermöglichen wollen und eben auch Direktzuweisungen im Kontext der Zytostatika. Dass wir mittelfristig als nächste Stufe Betäubungsmittel und T-Rezepte haben wollen, dann die Verordnung von digitalen Gesundheitsanwendungen und natürlich auch Vereinfachung des Einlösens, also dass man keine App mehr braucht dazu, sondern einfach mit seiner EGK vielleicht in die Apotheke gehen kann. Und langfristig, was natürlich auch ein wichtiges Ziel ist, dass wir insgesamt die Verordnungsprozesse, die heute da sind, über das E-Rezept ablösen. Das heißt auch sowas wie HKP, also häusliche Krankenpflege, Intensivpflege, Soziotherapie und Heil- und Hilfsmittel über das Ganze, also den Arbeitskomplex der Verordnung des E-Rezept abgelöst werden sollen. Hier nochmal, wie gesagt, aktuell ohne Jahreszahlen, weil wir einfach aus der aktuellen Einführung des E-Rezepts sehen, dass wir uns hier heute eher an inhaltlichen Merkmalen orientieren wollen. Wie weit schaffen wir es als gesamtes Gesundheitswesen in Deutschland, welche Schritte zu nehmen, um dann den jeweils nächsten Schritt zu nehmen, unabhängig davon, wo wir heute stehen und wie wir hier weitermachen. Und als letzten Punkt noch als Roadmap für KIM, was ja ein unserer Wahrnehmung nach zunehmend genutztes Werkzeug ist, um strukturierte Informationen auszutauschen. Also wir haben schon eine große Zahl zum Beispiel von standardisierten Arztbriefen, die heute ausgetauscht werden über das KIM-Verfahren, was genutzt wird auch schon heute, dass wir heute Stufe 1 haben, standardmäßiges E-Mail-KIM, dass wir Stufe 2, also die Verbesserung, Lernerfahrung aus KIM 1 bereits spezifiziert haben. Da haben wir auch immer sozusagen leichte Verbesserungen, Feedback der Nutzer, Feedback der Industriepartner, sodass wir in diesem Jahr dabei sind, die ersten Angebote für KIM 1,5, so wie wir das nennen,
zuzulassen, sodass die am Markt nutzbar sind für alle Beteiligten. Da geht es dann insbesondere um Auflösung von Größenlimitationen, dass wir eine bessere Integration auch in die Systeme der Nutzer haben und dass wir eine Dienstkennung einführen. Das heißt, es wird einfacher, strukturierte Daten automatisch zu erkennen. Also dass das Primärsystem immer schon weiß oder das System des jeweiligen Nutzers, diese Art von Nachricht in das ist das, die kann ich vielleicht direkt automatisiert verarbeiten. Also dass wir da eine Erweiterung haben und dass wir für 2024 planen, das ganze KIM-System eben in diese Logik der TI 2.0, das heißt nächste Stufe bereits andere Anbindungsarten und eine Umstellung auf das IMAP-Protokoll umzusetzen. So jetzt quasi der Schnellüberflug über die aktuelle Roadmap der Gematik mit den hoffentlich aktuellsten, wichtigsten Themen, gerade eben auch im Kontext Trägermaterialien für standardisierte Daten. Vielen, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Wir hätten eine erste Frage auch aus dem Chat, aber nehmen vielleicht erstmal die Kollegen aus dem Plenum hier. Entschuldigen Sie. Ich streite. Sie haben von der elektronischen oder E-Identität gesprochen, aber von den Krankenkassen. Was mit den Privatpatienten? Entschuldigung, Privatpatienten, mit den privaten Krankenkassen führen wir den gleichen Dialog. Die haben natürlich sozusagen keine gesetzliche Vorgabe, dass sie das tun müssen, aber wir ermöglichen das parallel dazu im gleichen Zeithorizont auch für die privaten Krankenkassen. Also nur der Hinweis, weil wir das haben ständig täglich, es gibt Patienten, die ihre private Krankenversicherung nicht preisgeben, nicht preisgeben wollen, nicht versichert sind und die fallen dann durchs Rost, oder? Wenn sie das über die Versicherung machen. Also diejenigen, die nicht versichert sind, die sind dann, also ich habe das ständig, quasi jeden zweiten Tag habe ich so ein Thema. Aber gut, ich will nicht abschweifen. Ich wollte nur, Sie wollen das über Versicherungen machen, alles klar. Deswegen, also vielen Dank für den Hinweis. Stand heute ist unser gesetzlicher Auftrag, das über die Versicherten zu tun, also dass wir zusammen mit den gesetzlichen Krankenversicherungen in erster Linie das anbieten. Wir machen das zusammen auch mit den privaten Krankenversicherungen, weil da wir auch ein Mandat für haben, das gleichzeitig zu ermöglichen und auch darüber Identitäten anzubieten. Darüber hinaus müssen wir nächste Schritte gehen, wie bekommt man die Identität insgesamt? Aber ich glaube sozusagen, wenn wir das Thema jetzt hier diskutieren, sprengen wir den Rahmen, wie wir zu Identitäten kommen in Deutschland. Wir passen auch immer darauf auf, dass wir hier bei der Interoperabilität bleiben. Es sind viele, viele Fragen im Raum, das ist uns allen klar. Deswegen gehen wir weiter zu Philipp Stachwitz. Du hast gerade im Zusammenhang mit KIM von Lernerfahrung gesprochen. Das finde ich ist eine ganz wichtige Frage, gerade bei einer Roadmap für eine EPA, wo wir es sehen werden, wie Ärztinnen und Ärzte und natürlich auch die Versicherten in den nächsten Jahren damit interagieren. Gibt es im Moment schon strukturiert aufgesetzten Prozess der Gematik, wie man so im Sinne eines, ich sag mal, Build, Measure, Learn lernen kann? Was sind die wichtigsten Schwierigkeiten oder Herausforderungen, denen sich die Anwender dann konkret gegenüber sehen, wenn sie jetzt die EPA anfangen zu nutzen? Also ich glaube, bei KIM gab es ja ein Beispiel, also direkte Zuordnung anhand von Metadaten in die Primärsysteme. Das wäre genau sowas, wo ich glaube, das ist jetzt schon den Eindruck habe, das ist eine Anforderung. Ähnliche Dinge werden uns sicher ja bei der EPA auch begegnen. Also wie kann die Gematik das feststellen und darauf reagieren? Okay, also auch, das ist eine Frage grenzwertig zur Interoperabilität, sage ich jetzt mal, deswegen versuche ich da auch nur kurz drauf zu antworten. Also wir sind in einem, auch heute schon im Dialog mit den Krankenkassen, sind auch heute schon mit Ärztinnen und Ärzten und Krankenhäusern im Dialog bei denen, die es nutzen oder nutzen wollen, was ihre Erfahrungen jetzt auch mit dem heutigen EPA-System sind. Wir verfolgen das auch nach. Was man halt einfach nur sagen muss, in dem System, in dem wir sind, haben wir sehr lange Zyklen der Verbesserung. Sage ich jetzt mal. Also eine Verbesserung, die wir heute gemeinsam feststellen, braucht relativ viel Zeit, bis sie dann auch wirklich beim Nutzer ankommt. So sind halt die Gesamtprozesse rund um das System gestrickt. Eine letzte kurze Frage. Ne, wir haben noch welche im Chat. Ne? Also wir bleiben bei der Interoperabilität, bitte. Keine generellen Fragen zur TI. Okay. Gut, ich fange mal mit der ganz kleinen an. Also ich hatte verstanden, dass bei KIM die Nutzung des ja eigentlich irgendwie als alt am Vorkommen POP3-Protokolls systemimmanent ist und verstehe jetzt nicht so ganz, wie das mit IMAP wird. Also Frage dazu, werden dann irgendwo resident Patientendaten gespeichert? Weil ich dachte, das wäre genau in den Systemplan drin, dass das dann nicht der Fall ist. Die etwas komplizierte Frage, die man vielleicht dann woanders hinstellen müsste, ist, also diese Roadmap-Bilder sind uns ja jetzt sind ja so für die ausgerollte Technologie im Prinzip geläufig.
Die Frage ist tatsächlich auch nochmal, welche Datentypen dann im Verlauf so auftauchen und ob es tatsächlich auch vielleicht irgendwelche, wenn man an Roadmap denkt, so allgemeiner, ich spreche es jetzt nochmal kurz an, ob man irgendwo auch so an so Beteiligungszahlen oder irgendwie sowas im Blick hat, was so die Durchdringung angeht. Können wir gerne zurückstellen. Aber ich habe jetzt immer noch Schwierigkeiten, den Interoperabilitätsteil an den Fragen zu entdecken. Also gut, Protokolle sind auch etwas, haben was mit Interoperabilität zu tun, aber wir sprechen über, also ich sag mal, die SIP-Schicht, die Anwendersicht vom ISO-OSI-Modell und das ist die semantische Interoperabilität. Da würde ich jetzt tatsächlich ausklammern wollen, die Frage. Fragen aus dem Chat? Wir haben noch eine Frage aus dem Chat. Die IMAP-Frage, wir planen hier eine Umstellung aufs IMAP-Modell. Wir haben ja auch heute bei POP3, dass wir zeitweise Datenspeicherung, POP3 macht das ja auch von Gesundheitsdaten haben, aber auch bei KIM ist es ja so, dass wir die Ende-zu-Ende verschlüsselt in dem Gesamtsystem haben und deswegen ist das jetzt eine Roadmap-Plan zur Modernisierung des E-Mail-Protokolls, was wir für 24 vorsehen. Insofern. Noch eine Verständnisfrage zum Thema Pflege, weil es ja ein ganz großer Bereich ist. Wann ist mit dem Pflegeüberleitungsbogen ungefähr zu rechnen? Die Frage muss ich an den Grebe weitergeben. Ja, mache ich gerne, kann ich auch beantworten. Wir planen das festzusetzen zum Ende des Jahres. Das ist die Festsetzung. Bitte? Mit Kommentierungsverfahren dann, oder? Genau, also wie immer, wie bei jedem NIO-Kommentierungsverfahren, Benehmensherstellungsverfahren, Festsetzung. Okay, vielen Dank. Ja, das sind gute Aussichten und es geht sehr schnell, das merken wir auch alle. Natürlich geht es dann Richtung Implementierung und hier würden wir dann auch uns um die Roadmap kümmern. Also es geht ja jetzt bei uns nicht nur darum, dass wir Spezifikationen zur Verfügung stellen und uns einigen auf die Standards, einigen auf die Terminologien und Value Sets, sondern dass wir auch tatsächlich wissen, was fehlt vielleicht noch, wo haben wir noch die Schmerzen, große Probleme, die wir eben überwinden müssen. Und da kommen wir jetzt zur Interop-Roadmap-Vorstellung. Herr Stutzinski fängt an. Ja. Degner übernimmt. Vielen Dank. Genau. Also gemeinsam mit meinem Council-Kollegen Herrn Degner wollten wir ein bisschen was dazu sagen, wie wir uns als Council die Entwicklung einer Interoperabilitäts-Roadmap vorstellen. Für uns hier im Council und auch in der Zusammenarbeit mit der Koordinierungsstelle der Gematik. Und dazu vielleicht erstmal zur nächsten Folie wollten wir ein paar allgemeine Sachen nochmal dazu sagen. Also das Thema Roadmap haben wir ja jetzt schon mehrfach gehört. Gerade haben wir die TI-Roadmap kennengelernt, aber nochmal kurz zu den Hintergründen. Warum braucht man sowas? Warum ist das hilfreich? Und warum ist es auch hilfreich für uns im Zusammenhang mit dem Thema Interoperabilität? Es ist sozusagen ein hilfreiches Werkzeug, weil man damit eben Orientierung schafft. Also wo wollen wir hin? Welche Handlungsfelder ergeben sich für uns, die wir mit so einer Roadmap bearbeiten möchten? Und sehr wichtig in diesem Zusammenhang, wir hatten es ja kurz schon andiskutiert, ist das Thema Kommunikation, also rechtzeitig ins Gespräch kommen. Und dafür bietet sich eben so eine Roadmap als Vehikel oder als Visualisierungsmittel doch sehr gut an, dass wir eben auch andere Akteure im Gesundheitswesen sehen können, okay, was machen die da und kann ich mich da vielleicht irgendwie mit anschließen oder gibt es da Schnittpunkte, an die wir anknüpfen können gemeinsam. Und dafür sind eben Roadmaps hilfreich und das wollen wir eben natürlich auch für die Interoperabilität nutzen. Und in dem Zusammenhang ist das auch vielleicht nochmal ein kleiner Aufruf an die Beteiligten und wir haben ja auch viele Vertreter von Fachgesellschaften, Verbänden, Industrie und so weiter hier heute im Plenum und im Chat, daran gemeinsam auch mitzuarbeiten oder sich das Ganze dann mal anzuschauen, sobald es veröffentlicht ist und auch zu schauen, wie passt das dann vielleicht mit meiner eigenen Roadmap zusammen und dann hier auch sukzessive weiter ins Gespräch zu kommen. Für uns ist das auch nochmal ein hilfreiches Mittel, um vielleicht uns selbst oder auch durch andere evaluieren zu lassen. Also wenn wir jetzt eine Roadmap aufstellen, dann nochmal nach einem gewissen Zeithorizont zurückzuschauen und zu sagen, okay, was konnten wir denn wirklich realisieren von der Roadmap? Damit bitte erstmal zur nächsten Folie.
Wir haben uns bislang erstmal überlegt, was sind so Leitplanken oder Leitpfosten für eine Interoperabilitäts-Roadmap. Und da haben wir uns im Grunde genommen 6 Punkte erstmal überlegt. Das erste ist, dass wir nicht auf der grünen Wiese anfangen wollen, also nicht komplett von null, sondern wir wollen eben auch Dinge nutzen, die bereits da sind. Also welche wichtigen kritischen Interoperabilitäts-Roadmaps gibt es denn schon national, gegebenenfalls auch international? Also wir haben ja über den European Health Data Space auch schon gesprochen, auch beim letzten Mal. Wie verknüpft sich das mit dem, was wir hier tun? Wir haben auch gesagt, wir möchten das Ganze jetzt nicht zu lang ausdehnen, sondern erstmal konkret und pragmatisch uns eine Roadmap für die nächsten 2 Jahre oder 24 Monate geben, an der wir uns dann hier im Council zusammen mit der Koordinierungsstelle eben auch abarbeiten können. Das Ganze ist auch so gedacht, dass wir die Roadmap zunächst, also die werden wir vorstellen. Zum Zeitplan sagt Herr Degner gleich noch was dazu. Aber die soll auch so gestaltet sein, dass die agil weiterentwickelt werden kann, weil wir natürlich auch durch die Gespräche, die sich jetzt im Laufe der nächsten Monate dann auch ergeben werden, vielleicht auch nochmal neue Punkte mit aufnehmen wollen in so eine Roadmap. Also agil sammeln, was da ist, verdichten, konsolidieren und weiterentwickeln, ist die Idee. Wir haben auch in der letzten Sitzung schon über bestimmte Use Cases gesprochen und Arbeitskreise, die durch das IOP Council jetzt gestartet sind und auf den Weg gebracht wurden. Und das ist sozusagen auch eine wichtige Maßgabe für uns, mit dieser IOP-Roadmap uns eben daran zu orientieren, zu schauen, okay, welche Arbeitskreise, welche Use Cases werden denn bearbeitet, wann starten die, wann enden die und so weiter. Das werden auch wichtige Meilensteine im Rahmen so einer Roadmap sein und uns dann dabei helfen, eben festzustellen, wo funktioniert es denn mit der Interoperabilität schon ganz gut, aber eben auch, wo klemmt es noch und wo gibt es Handlungsbedarf, der angegangen werden müsste. Das Ganze ist auch so gedacht, dass wir hier möglichst, ins Gespräch kommen, also dass wir das gemeinsam mit der Community entwickeln wollen. Also es wird auch eine Phase geben, wo wir auf Feedback von Ihnen hier im Plenum, aber auch da draußen vor dem Bildschirm zurückkommen wollen und Sie auch dann bitten möchten, vielleicht noch den ein oder anderen Vorschlag mit einzubringen. Und last but not least ist es uns auch wichtig, eben nicht nur prozessorientiert zu denken, sondern auch vom Ergebnis her. Also wie erreichen wir bestimmte Ziele, aber was soll das Ziel eben auch konkret sein und wem kann es helfen, dienen und möglichst eben natürlich die Gesundheitsversorgung für alle verbessern. Damit erstmal meine Vorworte zum Allgemeinen und jetzt nochmal ein paar Worte von Herrn Degner zur Entwicklung, wie sich das jetzt im Prozess gestaltet. Ja, auf der nächsten Folie haben wir einen kurzen, groben Zeitplan, wie wir uns das etwa vorstellen. Heute haben wir quasi nur Ankündigungsmanagement, dass wir uns darauf stürzen, auf dieses Thema. Wir wollen bis zur nächsten Sitzung am 18.08. hier einen Vorschlag erarbeiten. Also wie eben schon dargestellt, wollen wir uns auf die uns schauen, welche Roadmap gibt es, was haben wir schon heute selber auf der Liste und was würden daraus dann einen Vorschlag entwickeln, den wir dann in der nächsten Sitzung, wie gesagt, vorstellen wollen. Und ab da würde dann auch das Feedback beginnen. Wir würden das Feedback erbitten, einarbeiten, diskutieren mit Ihnen und dann auf das Ziel der 5. Sitzung hinrutschen, um dann dort quasi die Roadmap zu verabschieden, die wir dann für die nächsten 24 Monate hier erstmal als Startpunkt sehen wollen. Soweit zu dem Thema heute. Frau Thun, wir hätten noch eine Ergänzung aus dem Team vielleicht. Peter Osburg. Mikro. Jetzt, ich wollte ganz kurz noch ergänzen, weil Sie auch darauf eingegangen sind, die Community mit einzubinden, beziehungsweise das Formular, was hier auch unter Schritt 2, Schritt 4 genannt sind, dass das Dokument zur Einreichung von Interoperabilitätsproblemen dankenswerterweise zusammen mit dem Expertenkreis ausgearbeitet wurde, reviewed wurde und jetzt auch dann zur Verfügung stehen wird. Super, vielen Dank, Peter. Ja, gibt es Fragen zu dem Vortrag zur Interoperabilitätsroadmap oder gibt es bereits schon Probleme, die wir ansprechen
sollten, dann ist jetzt die Möglichkeit gegeben, entweder über den Chat oder hier, dass wir auch jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mal über die ja, Dinge reden, die vielleicht noch gar nicht so gut sind in Deutschland, wo wir noch massive Hürden sehen. Also ich zum Beispiel sehe weiterhin Hürden darin, dass wir Medikamentendatenbanken zur Verfügung stellen, die FHIR-konform sind. Da hat man nämlich, ich sehe schon das Nicken hier, große Probleme bei der Medizininformatik-Initiative, hier Lösungen zu finden, die natürlich auch irgendwie Open Source sind und möglich sind, dass man eben darauf zugreift. Das wäre für mich so ein Punkt. Und ich sehe, Herr Studzinski schreibt schon mit. Wer sieht noch weitere Hürden? Alles in Ordnung in Deutschland, scheinbar zumindest hier im Raum. Wie sieht es aus im Chat? Noch keine Frage, aber wir freuen uns, dass wir mit der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie eine Fachgesellschaft haben, die wir bislang noch nicht mit dabei hatten, dass wir die Deutsche Diabetesgesellschaft heute mit dabei haben und den Berufsverband der Radiologen. Und ich glaube, es wäre für die Roadmap sehr, sehr wichtig, wenn wir hier eine sehr enge Verzahnung hinbekommen, weil wir aus dem Chat erfahren haben, dass insbesondere die Deutsche Diabetesgesellschaft gerade auch an einer E-Diabetes-Akte und an einem Diabetesregister arbeitet, sodass wir hier einfach auch schauen, was sind die praktischen Hürden für den optimierten Datenfluss, ähnlich wie wir es gerade in dem ersten Arbeitskreis auch zur Onkologie machen. Also vielleicht hier nochmal die Ermutigung auch an die Leute im Chat und die Arbeitskreise und die Zuschauer. Bringen Sie uns gerne Ihre Hürden mit und diese Stolpersteine, damit wir die gemeinsam priorisieren können. Denn das ist die Idee hinter dieser gemeinsamen Roadmap, um genau diese Stolpersteine Stück für Stück zu lösen. Aber ich sehe auch, wir haben hier aus der Medizininformatik-Initiative aus der TU Dresden auch nochmal eine Wortmeldung. Genau, ich hatte Probleme mit dem Mikro. Und was die Silvia gerade gesagt hatte, also neben den Medikationsdaten wäre für uns allgemein eine Historisierung der Terminologien. Also wir bekommen ja über das BfArM aktuell auch für die Versorgungssysteme immer die aktuellen Terminologien ICD, OPS, was wir eben derzeit verwenden für die Dokumentation, bereitgestellt. Aber die Historisierung ist vergleichsweise oldschool. Über diese Klammer CSV, XML, Überleitungstabellen und eben einfach nicht nutzbar. Also da wären, glaube ich, für mich zwei Sachen. Einmal diese Historisierung wirklich bereitzustellen und dann auch die Schnittstellen zu optimieren. Also diese Downloadmöglichkeiten, die da derzeit gegeben sind, sind einfach also von der technischen Schnittstelle über REST oder irgendwie sowas. Das sind, glaube ich, auch so Interoperabilitätsthemen, die ich sehe. Und Medikationsdaten, die sind ja sehr, sehr geschlossen in Deutschland. Und wenn wir mit den Daten forschen wollen, IDMP oder ATC, also zumindest so Kleinststückchen, scheibchenweise, dass man da sich vorwärts bewegt, das wäre toll. Ja, ich sehe, Herr Sübtitz hört zu und ja, genau, antwortet vielleicht auch schon darauf, weil es da ja auch ein konkretes Gesetz zu gibt. Und ich darf einmal ganz kurz noch vielleicht so als Dach über dieses Thema setzen, Terminologie-Services. Wir haben in Deutschland keine wirklich adäquaten modernen Terminologie-Services, die zu FHIR passen. Und das wäre dann so die Anregung aus Dresden, dass wir uns dieses Themas annehmen und vielleicht auch zentrale Terminologie-Services beim BfArM anbieten. Und jetzt komme ich nochmal zu Ihnen, Herrn Sübtis. Schauen auf. Ja, gerne. Ja. Ich glaube, alles. Genau. Also im Grunde sind das ja zwei Themen. Das eine, also vielleicht noch ein Punkt vorausgeschickt. Für mich ist diese EOP Roadmap natürlich wahnsinnig wichtig. Ich sehe das aber auch tatsächlich als wesentlichen Punkt, um zu beschreiben, wohin der EOP Council in diesen zwei Jahren, also in den 24 Monaten, überhaupt gehen möchte und welche Arbeitspakete man sich bildet. Und jetzt komme ich eigentlich zum zweiten Punkt oder zu den zwei Themen. Das eine, was jetzt Historisierung und zur Verfügungstellung von Daten durch das BfArM angeht, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht ein Ticken zu fein granular tatsächlich für diese EOP Roadmap ist. Von daher wäre die Einladung an Sie, kommen Sie gerne auf mich zu, dann können wir das gerne mal mit dem BfArM direkt klären, was aktuell zur Verfügung gestellt wird, in welcher Form und inwiefern das nutzbar momentan ist, beziehungsweise besser nutzbar gemacht werden wird. Also insofern kommen Sie da gerne im Nachgang auf mich zu. Ja, ich sehe ein Nicken hier. Das werden wir dann tun. Vielen Dank ans BMG. Jetzt sind wir, ich schaue noch mal kurz zum BfArM drüber.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass unsere Medizinproduktehersteller überhaupt keine Probleme haben mit den Interoperabilitätsherausforderungen. Durchaus. Also wenn wir das merken, wir kommen ja von den Prozessen in der IT und durch das 374a, das ist so mein Lieblingsgesetz, haben wir jetzt eine Anbindung von Hilfsmitteln und Implantaten an die DIGAs und wir haben auch im Rahmen der MIO festgestellt, dass da eigentlich in dem Prozess eigentlich nicht zusammenpasst und da halt eine Lösung zu finden, beziehungsweise zu sagen, okay, wie können wir diese Daten wirklich nutzbar machen für die EPA, für die Gesundheitsversorgung, für Forschungsdaten etc. Das wäre, glaube ich, durchaus ein Ziel, das auch zu diskutieren und zu gucken, welche Eigenschaften haben Medizinprodukte auch diesbezüglich. Heute findet ja ein Treffen statt, wo über, sage ich mal, die MDR auch weiter entschieden wird, was da passiert. Und ich möchte hier auch nochmal die Awareness schaffen. Wir können Medizinprodukte nicht die ganze Zeit anpassen und sagen, jetzt machen wir da mal eine Schnittstelle oder hier eine Schnittstelle, sondern das muss ganzheitlich auch überlegt werden. Auch vielleicht im Rahmen des IHDS, was da auch für Auswirkungen kommen werden, weil Medizinprodukte sind Produkte, die international im Umlauf sind und wir dürfen da keine nationalen Sonderlocken haben. Ja, genau. Und es gibt ja auch da Initiativen, Continua, PCH Alliance und so weiter. Also eine riesen weltweite Community, die sich darum kümmert, 11.073 und so weiter. Und das hört sich für mich fast schon an wie ein Arbeitskreis. Ja. Damit möchte ich das Thema auch schließen, sofern nichts im Chat ist. Wunderbar. Und wir würden jetzt auf den Punkt 4 zu sprechen kommen, auf den Punkt 3 zu sprechen kommen. Das sind die Fokusthemen. Und hier würde ich übergeben an Anke Diehl zu dem Bereich des Kriterienkatalogs. Ja, danke schön, Silvia. Ich würde aber auch gerne noch einem Nachzügler hier in dem Expertenkreis die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, weil ich weiß genau, dass Herr Dr. Schnurrer aufgrund von 80 Minuten Verspätung der Deutschen Bundesbahn jetzt zu spät kam und wir haben uns hier gegenseitig vorgestellt. Insofern, lieber Jochen, gerne noch ein paar Sätze zu dir. Ja, danke für die Gelegenheit, mich hier kurz vorzustellen. Mein Name ist Jochen Schnurrer, ich bin leitender Apotheker am Uniklinikum Essen und zweiter Vizepräsident beim Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker. Innerhalb dieses Verbandes beschäftige ich mich extrem intensiv mit der Frage EPA, elektronische Verordnungssysteme. Und wir sind ins Gespräch gekommen über die Problematik der Schnittstellen, die im Krankenhaus eben in keinster Weise adäquat ausgebildet sind. Wir haben fragmentierte Informationen, was die Medikation anbetrifft. Und es ist extrem schwierig, die Anbieter momentan in eine Richtung zu bewegen, sich auf gemeinsame Standards zu verständigen, wie eine Medikation eines Patienten während eines Krankenhausaufenthalts tatsächlich vollumfänglich in einem System sich wiederfindet. Was aber aus unserer Sicht eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass wir die AMTS-Checks zum Wohl des Patienten durchführen können. Das vielleicht als Eingangsstatement. Dankeschön. In der letzten Sitzung haben wir tatsächlich diesen Kriterienkatalog zur Aufnahme von Standards, Profilen und Leitfäden in INA beschlossen. Davor war ein iteratives Verfahren zwischen dem Interop-Council und auch Ihnen hier aus der Runde, dem Expertenkreis. Wir haben verschiedene Muss-Kriterien festgelegt. Wir haben Bonus-Kriterien festgelegt. Natürlich alles basierend auf eben transparenten Prozessen. Und insgesamt ist es ja praktisch ein dreistufiges Verfahren, was sich an der GGV und auch der Geschäfts- und Verfahrensordnung entlanghangelt. Also die Aufnahme in INA ist praktisch geregelt im § 8 der GGV. Und im § 9 ist dann im Grunde sind die Kriterien und das Prozedere zum Empfehlungsprozess. Also Empfehlung von Standards, Profilen und Leitfäden für informationstechnische Systeme im Gesundheitswesen geregelt. Und wir als Interop Council, wir wollen natürlich eine flächendeckende, eine technologische Konvergenz und auch einheitliche Festlegungen, die basierend sind auf diesen internationalen Standards. Und wir wollen auf jeden Fall mehr Wiederverwendbarkeit, international nutzbare Software, gerne das nächste Dia auch noch. Ja. Und dazu ist natürlich ein neuer Kriterienkatalog für diese Empfehlungen zu erarbeiten. Und der sollte eigentlich noch mal spezifischer sein als die alleinige Aufnahme in INA. Also es soll eine qualitative Differenzierung zwischen der Aufnahme in INA und dann eben dieser Empfehlung des Council an das BMG geben. Warum?
Die Empfehlung an das BMG resultiert natürlich dann auch in einer Aufnahme in die Anlage zur GEGV. Und das macht dann diesen Standard verpflichtend im SGB V auch. Das heißt, wir sehen ja auch in unserem Selbstverständnis, dass wir explizit offen sind und dass wir auch Verbindungen in Sie als Community schlagen wollen. Das haben wir eben ja auch mit der Roadmap diskutiert und andiskutiert. Und deswegen möchten wir gerne anregen, dass wir ins Gespräch kommen und möchten mit Ihnen das auch so ein bisschen diskutieren, welche Empfehlungen Sie für diesen Kriterienkatalog auch uns mitgeben wollen. Gerne natürlich auch per Chat oder hinterher per Mail an uns wenden, vielleicht auch jetzt schon direkt. Ja, gibt es spezifische Dinge, die Sie uns für diesen neuen Kriterienkatalog, der sich eben differenzieren wird, zudem zur reinen Aufnahme in INA mitgeben wollen? Vielleicht können wir den Kriterienkatalog auch nochmal verlinken im Chat. Mhm. Ja, also wie gesagt, gerne dann im Nachgang, aber das ist so ein nächster Punkt, um diesen Paragraph 9 dann zu erfüllen. Dann gerne auf die nächste Slide. Tatsächlich steht jetzt auch nochmal eine Beschlussfassung an, weil das ist im Grunde ein dreistufiges Verfahren. Also zuerst die Aufnahme in INA, dann die Empfehlung zur Aufnahme in die GIGV, in die Anlage. Und dann eben auch noch der zeitliche Zyklus zur Revision. Die nächste Folie bitte. Tatsächlich ist es so, dass wir im Rahmen, also ist jetzt etwas Formelles, jetzt nochmal die nächste Folie. Wenn Sie jetzt einen Antrag zur Aufnahme INA stellen, also quasi heute, und wir den innerhalb von 4 Wochen dann aufnehmen, dann werden trotzdem diese Anträge gesammelt bis zum 31.05. des Folgejahres. Das ist etwas, was man vermutlich im Rahmen auch der Geschäfts- und Verfahrensordnung nochmal angehen wird. Aber im Moment ist es so festgelegt, dass wir quasi ein Jahr lang sammeln. Und dann werden ab dem Folgetag, ab dem 1.06., jetzt in dem Fall 23, das ist jetzt einfach nur ein Beispielfall, um Ihnen diese Zeitachse mal zu plausibilisieren, dem Expertengremium die Übersicht von diesen Dokumentenpaketen vorgelegt. Das heißt, die Koordinierungsstelle, die sortiert es, die listet es und reicht es innerhalb von 6 Wochen an den Interop Council weiter, sodass der tatsächliche Empfehlungsprozess dann an das BMG ab August, in dem Fall jetzt 23, und wie gesagt, das ist jetzt einfach nur ein Beispielfall, um eben diese Zeitachse zu plausibilisieren, gestartet wird. Die Koordinierungsstelle und das Expertengremium bewerten dann in der Regel binnen 3 Monaten, das wäre dann quasi November, ob Standards, Profil, Leitfäden empfohlen werden sollen oder nicht oder erst nach Anpassungen empfohlen werden. Und danach werden tatsächlich Stellungnahmen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und oder dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit mit einer Frist von 4 Wochen eingeholt. Und dadurch liegt die tatsächliche Empfehlung dann für so eine Aufnahme im ersten Quartal 2024. Dann wird wieder gesammelt, das heißt alles, was bis zum 31.05. empfohlen wird, wird dann dem 1.06. dem BMG im Grunde vorgelegt und kann dann innerhalb von 4 Wochen wieder oder kann dann verbindlich erklärt werden. Das heißt also zum 30.06. eines Jahres, in unserem Beispiel wäre das jetzt der 30.06.24, könnte das durch das Bundesministerium für Gesundheit in die Anlage zur GIGV aufgenommen werden. Und nach dieser Aufnahme gibt es dann eine Umsetzungsfrist von 24 Monaten. Das heißt, die Pflicht zur Nutzung des Standards gilt also dann ab dem 30.06.26. In der GVO heißt es dann weiter, dass die Empfehlung in regelmäßigen Abständen, also in der Regel alle 2 Jahre, einer Revision zu unterziehen ist. Das heißt, die erste Revision ist festgelegt jetzt zum 1.07.28, also nach 2 Jahren. Dann ist im Grunde quasi wieder das gleiche Prozedere. Koordinierungsstelle leitet die Revision ein, gibt die zu prüfenden Empfehlungen an das Expertengremium weiter. Und dieses ganze Spiel geht wieder los anhand vom Kriterienkatalog, entscheidet die Koordinierungsstelle und so weiter und so fort. Also auch über Anpassungen etc.
An dieser Stelle wollen wir jetzt den Kriterienkatalog erweitern, und zwar um eine zeitliche Regelung für weitere Revisionen. Es steht entsprechend zur Abstimmung, dass der Kriterienkatalog zur Revision von Empfehlungen, von Standards, Profilen und Leitfäden alle 24 Monate eine turnusmäßige Überprüfung des Empfehlungsstatus vorsieht. Also nicht nur die erste Empfehlung nach 24 Monaten, sondern auch alle weiteren danach. Das steht zur Abstimmung. Genau, wir würden das jetzt gleich abstimmen, sofern keine Fragen dazu sind. Keine Fragen im Raum. Doch, Heike. Ich habe mal eine Frage, wenn sich der Standard in der Zwischenzeit geändert hat, sowas kommt ja auch vor, wird das dann automatisch übernommen oder ist das dann auch in der Revisionsschleife mit einzubauen? Wie geht man damit um? Also tatsächlich gibt es dann auch wieder geregelten Verfahren, also dass eine Anpassung geschieht. Und diese Anpassung, die wird dann innerhalb von einer Frist von 12 Monaten umgesetzt. Also das ist dann kürzer. Eine ganz klare Antwort auf die wichtige Frage, weil wir uns ja mit der Standardisierung auch hier auseinandersetzen müssen. Und die haben natürlich auch ihre Zirkel- und Dreijahreszirkel-Revisions Verfahren bei ISO und so weiter. Also das haben wir natürlich mit berücksichtigt. Jetzt würde ich gerne ins Expertengremium gehen und jeden fragen, inwieweit er zustimmt oder nicht zustimmt und dazu auch kurz eine Begründung gibt. Herr Damczyk. Ja, vielen Dank. Also ich würde sagen, ich stimme auf jeden Fall zu, weil es der Industrie und den Entwicklern eine klare Roadmap bietet, an die sie sich halten kann. B, und das halte ich für wichtig, weil wir eine klare Zeitachse haben, klar festgelegt, und C, weil Verbindlichkeiten etabliert werden, die wir viele Jahre lang eher wenig gehabt haben, um das mal so vorsichtig auszudrücken. Ja, ich stimme zu. Ich mache mal weiter. Ich stimme natürlich auch zu, weil es natürlich auch in der Standardisierung einen fortlaufenden Prozess gibt und sich die Medizin weiterentwickelt. Nicht beachtet werden natürlich Fehler. Die sollen natürlich im laufenden Verfahren hier auch dass man sie zumindest besprechen kann und verändern kann. Also echte Fehler gelten hier natürlich nicht. Wir gehen davon aus, dass die Standards, die hier im INA sind, auch umfangreich getestet sind. Budzinski. Ja, ich stimme auch zu. Die Gründe sind ja schon gut benannt worden. Also Klarheit ist für mich ziemlich wichtig. Die wird hiermit sozusagen mehr geschaffen. Insbesondere in der GVO war ja der zeitliche Rahmen so klar nicht vorgegeben. Und der zweite wichtige Punkt ist, glaube ich, auch, dass wir nochmal klar machen, dass wir eben auch den gleichen Kriterienkatalog nochmal anwenden, der auch zur Aufnahme in INA dient. Der wird auch zur Revision verwendet. Also es wird jetzt nicht nochmal ein neuer Kriterienkatalog da aufgestellt. Also Zustimmung. Ich stimme dem auch zu, dass im Grunde eine Fortsetzung auch des in der GVO und in der GGV festgelegten Turnus bedeutet, beinhaltet und weil es wirklich dann Planungssicherheit bietet. Ja, ich stimme natürlich auch zu. Die Gründe sind schon überwiegend genannt worden. Wir stellen aber so auf jeden Fall sicher, dass wir aktuelle Standards und relevante Standards im INA haben. Und von daher ist der Prozess sicher so angemessen. Jetzt kommen wir Gematik und Herr Süptitz. Herr Süptitz zuerst. Vielleicht noch Frau Heckmann erst. Vielen Dank. Frau Heckmann. Ja. Ich stimme ebenfalls zu, weil ich glaube, dass das die Lösung ist, die im Rahmen der GVO und in den Rahmenbedingungen, die gelten, die bestmögliche ist. Ich glaube aber auch, dass wir uns anstrengen sollten, künftig zu versuchen, hier noch schneller zu werden und vielleicht auch die Möglichkeit eines Fast-Track-Verfahrens einzuführen, um schneller auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren zu können. Die Zeiträume sind doch schon sehr lang. Und wenn eben eine Interoperabilitätsanforderung, die ja doch manchmal sehr unverhofft kommen, siehe die Covid-Geschichte, wo dann doch relativ schnell Datenflüsse in Gang gesetzt werden müssen, dass wir hier vielleicht noch die Möglichkeit bieten müssen, künftig ein Short-Track-Verfahren anzubieten. Danke. Dann würde ich kurz ergänzen. Ja. Genau. Also ich würde mich enthalten.
muss aber vielleicht noch ganz kurz begründen, warum. Tatsächlich finde ich sehr sinnvoll, diesen Kriterienkatalog, das vielleicht vorab. Warum enthalte ich mich? Tatsächlich sehe ich den Kriterienkatalog als Werkzeug, um transparent zu machen, unter welchen Bedingungen etwas in INA veröffentlicht wird oder unter welchen Bedingungen es nicht veröffentlicht wird und wann eine Revision stattfindet. Und aus diesem Grund enthalte ich mich aus BMG-Sicht. Vielleicht noch eine inhaltliche Anmerkung. Möglicherweise kam das ein wenig bei der Vorstellung nicht ganz deutlich genug hervor. Letztlich ist es tatsächlich so, dass wir dieses mehrstufige Verfahren haben. Das heißt, diese Veröffentlichung auf Basis des Kriterienkatalogs, der Empfehlung und dann irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt die Aufnahme in der Anlage zur GIGV. Diese Aufnahme in der GIGV geht allerdings noch ein bestimmter Prozess, ein ganz normaler gesetzgeberischer Prozess voraus, das heißt mit Anführungsverfahren und Ähnlichem. Und das ist auch letztlich der Grund dafür, warum es diese Zeitpunkte gibt. Das heißt ansonsten, wenn jetzt kontinuierlich solche Festlegungen uns vorgeschlagen werden als BMG, würde das dazu führen, dass das Gesetzgebungsverfahren entsprechend permanent durchgeführt werden würde, sich teilweise überschneidet. Und das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Und deswegen gibt es diese festen Zeitpunkte, um das Ganze einzureichen und dann die vorgelegten entsprechenden Standards dann auch sozusagen auf einen Schlag in die GIGV mit aufzunehmen oder auch nicht, je nachdem, wie das Gesetzgebungsverfahren dazu dann aussieht. Das noch als Ergänzung. Danke. Dankeschön. Ja, wir stimmen zu, insbesondere eben auch in Bezug auf den Kriterienkatalog, weil wir glauben, dass das halt da ein gutes und wichtiges Instrument ist, bezogen aber auf den Gesamtprozess sind wir auch durchaus bei dem, was die Simone Heckmann sagt. Also wenn wir da noch Möglichkeiten finden, dynamischer zu werden, könnte das sicherlich helfen. Dann darf ich zusammenfassen. Wir haben eine Enthaltung und der Rest hat dafür gestimmt. Vielen Dank. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Um 2 Uhr wollen wir Pause machen, auch für die Leute am Bildschirm. Wir haben dann eine 10-minütige Pause und noch 2 sehr spannende Themen. Und zwar würden wir uns jetzt über die Aufnahme der Basisprofile Version 1.0 der HL7 unterhalten. Simone. Ja, danke, Silvia. Genau, also die erste Spezifikation, die nicht nur ins INA aufgenommen, sondern auch direkt eine Empfehlung des Councils bekommt, sind die HL7 Basisprofile von HL7 Deutschland. Es handelt sich dabei um grundsätzliche Vereinbarungen für die Nutzung des HL7 Freier Standards in Deutschland. Es war von Anfang an klar, dass bei einem internationalen Standard, und das war ja nicht der einzige, das gilt generell, wenn man internationale Standards einsetzt, dass für die Gewährleistung von Interoperabilität zusätzliche Absprachen auf nationaler Ebene erforderlich sind. Dass Dinge vereinbart werden müssen, die in der internationalen Spezifikation keine Berücksichtigung finden. Das sind zum Beispiel solche Dinge wie die Darstellung einer versicherten Nummer. Der FHIR-Standard sagt uns beispielsweise, dass Patientenstammdaten in einer Ressource namens Patient abgebildet werden müssen, dass es in der Ressource Patient ein Attribut namens Identifier gibt und dort sämtliche Identifier eines Patienten hineingehören. Aber der Standard sagt uns nicht, wie das konkret aussehen würde, wenn man jetzt die versicherte Nummer des Patienten als einen solchen Identifier einfügt. Denn Identifier können alles Mögliche sein. Das kann eine versicherte Nummer sein. Das kann einrichtungsspezifische Identifier sein. In den USA zum Beispiel findet man häufig Social Security Numbers oder manchmal auch Driver License Numbers und solche Sachen. Also das hat eine ganz starke nationale Prägung, welche Identifier dort jeweils üblich sind und wie man die genau repräsentiert. Und das gehört eben zu einer von vielen Fragen, die sich die Leute, die begonnen haben, sich für den FHIR-Standard zu interessieren, in Deutschland gestellt haben. Und sich damit natürlich auch an das Technische Komitee von HL7 Deutschland gewendet haben, das dafür zuständig ist, die internationalen HL7-Standards für die Verwendung auf nationaler Ebene zu spezialisieren. Die Basisprofile, die jetzt seit 2017 von diesem Technischen Komitee erarbeitet werden, reflektieren nichts anderes als diese Fragestellungen. Also im Prinzip ist das ein FAQ von Entwicklern in Deutschland, die den FHIR-Standard verwenden wollen und die sich einfach Fragen gestellt haben. Diese Fragen wurden dann in der Community geklärt. Also das ist nicht alles allein Festlegungen des Technischen Komitees, sondern das wurde im
internationalen Fire Chat. Dort gibt es ein Unterforum für die deutschsprachige Community. Dort wurden diese Fragen diskutiert. Es wurden gemeinsame Festlegungen abgestimmt, wie man solche Dinge repräsentiert. Und das wurde dann in die deutschen Basisprofile reingeschrieben. Wir finden dort also typischerweise Erläuterungen für den Umgang mit bestimmten Identifiern, nicht nur Versichertennummer, sondern auch Dinge wie lebenslange Arztnummer, Betriebsstättennummer, Institutskennzeichen, typische Dinge, die wir eben in Deutschland kennen, die nicht Teil einer internationalen Spezifikation sind. Wir haben hier Fragestellungen geklärt, wie wir zum Beispiel mit den zusätzlichen deutschen Geschlechtskennzeichen wie unbestimmt und divers umgehen, wie wir das in FHIR abbilden wollen, was wir tun, wenn wir, was auch in Deutschland typisch ist, bei Adressen gerne Straße, Hausnummer und Postfach differenzieren, was ebenfalls eben keine Reflexion hat in der internationalen Spezifikation, wo Adressen einfach aus Adresszeilen bestehen. Wie gehen wir zum Beispiel damit um, dass wir in Deutschland gerne unseren Nachnamen in verschiedene Bestandteile auftrennen, wie Nachname, Vorsatz, Wort und Namenszusatz? Auch das hat keine internationale Entsprechung in diesem Standard. Das sind also Dinge, die man in diesen Spezifikationen nachlesen kann, die unabhängig von einem konkreten Use Case sind. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt an diesen Basisprofilen. Es geht nicht darum, Festlegungen für die Umsetzung eines bestimmten Use Cases zu treffen, sondern gemeinsame Vereinbarungen zu treffen, die für viele, viele verschiedene Spezifikationen auf FHIR-Basis in Deutschland eine gemeinsame Grundlage bilden. Diese Basisprofile haben auch Eingang gefunden in fast alle im Nachgang entstandenen FHIR-Spezifikationen, seien das jetzt die Kerndatensätze der Medizininformatik-Initiative, die bauen auf diesen Basisprofilen auf und nutzen eben die dort getroffenen Vereinbarungen. Auch die KBV nutzt die deutschen Basisprofile bei all ihren Spezifikationen, unabhängig davon, ob das jetzt eine Verordnungssystemschnittstelle oder ein MIO oder ein E-Rezept oder ein EAU ist. Auch die ISIC-Spezifikationen der Gematik und ISIP natürlich auch verwenden die deutschen Basisprofile als Grundlage. Das heißt, de facto ist das schon eine Spezifikation, die in ganz Deutschland genutzt wird, aber es fehlt dem Ganzen natürlich diese Verbindlichkeit. Und deswegen haben wir beschlossen, diese Spezifikation in INA aufzunehmen und auch direkt eine Empfehlung dafür auszusprechen, weil eben auch die in unserem Kriterienkatalog festgelegten Kriterien erfüllt werden. Das Ganze ist mehrfach durch HL7 ballotiert worden. Die Spezifikation ist in einem offenen und transparenten Prozess erarbeitet worden. Und sie beruht natürlich selbstverständlich auf einem internationalen Standard. Insofern können wir da überall einen Haken setzen und sagen, diese Spezifikation erfüllt alles, was erfüllt sein muss, sodass der Council hier eine entsprechende Empfehlung aussprechen kann und aussprechen möchte. Ja, vielen Dank, Simone. Wir wollen jetzt keinen Beschluss fassen, ist das richtig? Das war jetzt nur eine Darstellung der Ist-Situation. Dankeschön, Simone. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Oder gibt es zu den HL7-Basisprofilen noch Fragen? Ja, ich sehe eine Frage. Ja, ich hoffe, eine kurze Frage. Ich habe jetzt verstanden, nur mal um so ein Beispiel zu nennen, dass in dem Basisprofil zum Beispiel die Betriebsstättennummer in der ambulanten Versorgung drin ist. Ist auch an sowas gedacht wie eine dynamische Facette, also frühere Betriebsstättennummern, um nachzuziehen, nachverfolgen zu können, was, glaube ich, für die Interoperabilität günstig wäre, wie frühere Betriebsstättennummern von Ärzten waren, sodass man also quasi die nicht verliert, weil häufig ist ja bei unterschiedlichen Ärzten, die miteinander kooperieren wollen oder Einrichtungen, unterschiedliches zeitliches Wissen vorhanden. Also tatsächlich ist es so, dass wir in den Basisprofilen wirklich nur die Beschreibung dieser Identifier festlegen. Wir legen weder fest, dass ein Arzt oder eine Praxis durch eine BSNR identifiziert werden muss. Denn das, wie gesagt, ist schon wieder spezifisch für einen bestimmten Sektor und ist nicht notwendigerweise in jedem Use Case tatsächlich so gegeben oder notwendig, diese BSNR zu verwenden. Das heißt, das stellen wir frei und wir sagen auch nicht, wie die Ressource Practitioner oder Organization in FHIR, die einen solchen Identifier verwenden würde, wie diese genau profiliert sein muss, also was da Pflichtfelder sind und so weiter. Das ist ja wiederum sehr, sehr Use Case spezifisch. Und dann natürlich auch die Frage, wie man einen solchen Datensatz versioniert, ob man praktisch Gültigkeitsperioden an einem Identifier mit angeben muss
Der Firestandard würde diese Möglichkeit bieten, dass ich also zu einem Identifier immer eine Gültigkeitsperiode angebe und auch, dass ich mehrere Identifier mit gegenseitig abgegrenzten Gültigkeitsperioden habe, ist alles machbar. Bloß ob man das im konkreten Fall machen muss, weil es für den jeweiligen Use Case erforderlich ist, das legen wir natürlich in unseren Use Case übergreifenden Profilen nicht fest, sondern da müsste dann eben eine konkrete Spezifikation hergehen und sagen, ja, wir haben hier einen Identifier vom Typ BSNR, so wie es in den Basisprofilen beschrieben ist. Wir machen den auch zu einem Pflichtfeld in unserem Kontext und wir machen eben auch das Feld Period an diesem Identifier zu einem Pflichtfeld, um eben eine zeitliche Abgrenzung zu ermöglichen. Aber das ist, wie gesagt, Use-Case-spezifisch und damit nicht Bestandteil dieser Basisspezifikation. Genau, da werden sogenannte Implementierungsleitfäden erstellt, die dann darauf nochmal für den Use-Case hinweisen und das nochmal genauer dann profilieren und spezifizieren und zur Verfügung stellen. Das wäre vielleicht was für den Verzeichnisdienst der Gematik. Gedankliche Notiz wurde gemacht. Weitere Fragen dazu? Ich darf auch noch mal zu Herrn Grebe schauen. Ist das so? Also wurden in der MIO 42 diese ganzen wichtigen Vorarbeiten übernommen und ist es mit ISIC jetzt auch 1:1 kompatibel, sodass wir hier auch wirklich, ich sag mal, mit 7 Meilenstiefeln loslaufen können und auch für die Wissenschaftler in der MII das bereitstellen können? Ja, also kann ich so direkt bestätigen, wir haben alle MIOs basierend auf den HL7 Basisprofilen etabliert, haben davon sozusagen unsere Basisprofile weiter abgeleitet. Das ist so. Für die anderen ist es so, soweit ich es weiß, aber da können die Zuständigen dann was zu sagen, die Gematik. Aber aus unserer Sicht, wir haben da von Anfang an begonnen mit H7 und auch mit der MI darüber zu sprechen, dass diese Basisprofile gleich sind. Und von daher, sage ich mal, freue ich mich auch heute, das hier nochmal zu hören, dass man das sozusagen auf den Standard, also auf die Basis hier auch nochmal offiziell setzt. Bisher war das ja sozusagen einfach unabgesprochenes, beziehungsweise abgesprochenes Vorgehen einfach zwischen den Beteiligten, weil sinnhaft, das kriegt jetzt nochmal eine andere Basis, also von unserer Seite aus sehr, 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 sehr gut, dass man das macht. Vielleicht auch noch ein Wort zu dem Vorgesagten, zu den BSNRs. Ob man die in der Fortfolge alle immer historisieren und in einem Verzeichnisdienst abrufbar haben will, glaube ich, hätte ich nicht besser beantworten können, als Frau Heckmann das getan hat. Das hat mit dem Standard nichts zu tun, sondern es ist einfach eine Frage, ob man auch datenschutzrechtlich das halt einfach machen will. Ja, die Nummern werden ja neu vergeben aus bestimmten Grund, die Praxen haben sich geändert oder sowas. Das kommt dann wirklich auf den Use Case an. Der Standard bietet es und wenn man es in einem bestimmten Verfahren, in einem Use Case haben will, dann kann man es machen. Ja, genau so ist es auch richtig. So machen das natürlich auch alle anderen Länder. Jetzt nochmal, ich schaue nochmal rüber in die Wissenschaft. Julian Sass ist ja derjenige gewesen, der uns hier für die Corona-Pandemie mit einem einheitlichen Datensatz beglückt hat. Auch hier wurden die HL7-Basisprofile benutzt. Ja, genau. Eigentlich auch, wie Simone Heckmann schon gesagt hat, also die ganze Medizininformatik-Initiative baut auf den HL7-Fire-Basisprofilen auf, genauso wie eben zum Beispiel der Gecko-Datensatz, der ja für die Corona-Forschung benutzt wird. Nutzt das genauso wie die MIOs. Und ISIC, wie sieht es damit aus? Ich komme mir ein bisschen vor wie so ein Richter heute hier, eine Polizei, das sind wir natürlich nicht. Wir wollen nur einfach informieren und vielleicht auch nochmal der Öffentlichkeit klar machen, wie eng wir in den letzten 2 bis 3 Jahren zusammengearbeitet haben. Sonst wäre sowas nämlich gar nicht möglich gewesen. Ja, vielen Dank, die Nachfrage. Also natürlich haben wir auch, wollten wir bei ISIC und ISIC hier eben in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten das machen. Auch da sind die Basisprofile als Basis für die Festlegung gewählt worden. Wunderbar.
Dann wollen wir zum nächsten Thema übergehen. Hier wollen wir uns um die onkologischen Basisprofile kümmern. Was sind onkologische Basisprofile? Das wurde in der letzten Sitzung auch schon umfangreich erläutert. Und es gibt sehr viele, vor allen Dingen wissenschaftliche Projekte, die jetzt schon diese onkologischen Basisprofile nutzen. Diese Projekte sind derzeit am Laufen. Also das heißt, es ist noch nicht komplett ausgetestet. Manchmal läuft auch was schief oder Projekte sind gar nicht so erfolgreich, wie man sich das vorstellt. Und der Datenaustausch ist aus verschiedenen Gründen schwierig. Oder wir sind ganz am Anfang, wie bei genom.de, wo man sich eben noch um andere Dinge kümmert und weniger um die Interoperabilität. Da sind noch ein paar weitere Abkürzungen. MII heißt Medizininformatik-Initiative und NCT sind die neuen Forschungsnetzwerke für die Onkologie. Hier habe ich mal ein bisschen den Sachstand zusammengetragen. Also wo befinden wir uns eigentlich? Es gibt 17 sogenannte Profile der HAL7, die in dem Projekt NNGM profiliert worden sind mit Onkologen und Fachgesellschaften. Und die wurden zusammengeführt und auch zur Verfügung gestellt im Simplifier und werden, ich glaube, Simone, gerade im Moment sogar abgestimmt. Kann man auch nochmal auffordern hier in die Gruppe. Bitte schauen Sie sich die genau an, wie diese onkologischen Profile zu Ihren Use Case passen. Dann haben wir natürlich diese vielen, vielen wissenschaftlichen Projekte. DNPM ist zum Beispiel ein ganz, ganz großes Projekt aus Baden-Württemberg für die Präzisionsmedizin. Und hier habe ich mir heute Morgen noch den Datensatz angeschaut. Die sind gerade dabei, die onkologischen Profile zu profilieren, setzen aber dann auch für die Basis im Prinzip auf die HAL7-Basisdaten auf. Das ist ja wieder positiv. Nun ist es natürlich so, dass wir hier auch ein bisschen über den Teich schauen und mal uns die Aktivitäten in den USA angeschaut haben. Und hier gibt es das sogenannte M-Code, was auf 30 Basisprofilen basiert. Das sind die onkologischen Basisprofile in der USA und die haben auch so ein Register wie wir, also so eine Art INA. Das heißt, bei den USCDI, also das United States Coordinator for Interoperability Register, und da sind auch FHIR-Ressourcen drin. Zudem gibt es eben einen neu eingesetzten Beirat, der einmal getagt hat für die Krebsregisterdaten am RKI, das sogenannte ZFKD. Und hier soll man eben auch die Krebsregisterdaten, die ja vielleicht wissen das einige, ein wenig unterschiedlich in den Ländern sind, aber doch wieder gleich mit dem gleichen Kern, aber nicht in FHIR, so, das war ein langer Satz, wo man hier auch diskutiert, wie das und interoperabel zur Verfügung gestellt werden kann, weil man kann sich natürlich vorstellen, dass die Registerdaten, es wäre natürlich schön, wenn Registerdaten mit den Daten einer zum Beispiel onkologischen Akte zusammenpassen würden. Ja, und da das groß ist und viel, und da gehen wir mal auf das nächste Bild, da zeige ich Ihnen einfach mal das M-Code. Das ist so, ja, bunt. Und ich will Ihnen einfach nur veranschaulichen, wie komplex so eine onkologische Fallakte oder eine onkologische Akte ist, keine Fallakte, eine lebenslange onkologische Akte ist. Und wir kümmern uns nur, wenn man nochmal auf den Knopf drückt, oben um das linke, um den linken oberen Bereich, das ist nämlich die TNM. Und wenn man nochmal auf den Knopf drückt, sieht man auch schon, was die TNM ist. Das wissen die meisten. Viele wissen aber auch nicht, dass es hochkomplex ist. Es ist nicht nur so, dass die TNM für jede Tumorentität unterschiedlich ist. Also eine Größe eines Tumors bei T1-Mammakarzinom ist anders als beim Pankreaskarzinom, sondern dass wir auch viele Präfixe haben, C, P, Y, X und so weiter, die wir hier auch mit abbilden müssen. Und dann zum Beispiel auch die Invasion in die Venen und so weiter. Also das ist eine große Aufgabe und man kann natürlich auch hier klein beginnen, generisch beginnen und dann das sukzessive ausarbeiten. Und deswegen fangen wir einfach nur an mit der TNM und nicht mit dem kompletten onkologischen Basisdatensatz. Zudem, das war eben auf der anderen Folie zu sehen, die Gold-Initiative hier natürlich auch hervorragende Vorarbeit macht, indem sie acht beziehungsweise in Simones Arbeitsgruppe, war ich eigentlich richtig? Ja, war ich richtig. Genau, Simone, ich weiß nicht, wie viele habt ihr jetzt, Simone? Ihr habt, glaube ich, 27 verschiedene Datensätze auswendig gemacht für die Onkologie. Ich bin gerade in dem Projekt drin. Ich habe auch gerade in den Chat schon mal den Link gegeben für diejenigen, die sich den aktuellen Arbeitsstand anschauen möchten. Vielleicht schaffen wir das irgendwie in Copy-Paste in unser Protokoll oder so zu machen für diejenigen, die keinen Zugriff
zu dem Chat haben, also zu unserem Zoom-Chat. Wir haben aktuell hier 17 verschiedene Profile in den onkologischen Basisprofilen. Da ist einmal das TNM, da sind aber auch noch so Sachen drin wie ein Karnofsky-Index und verschiedene Abbildungen von ICD-10-Diagnosen, ICDO und so weiter. Genau, die werden jetzt sind in den letzten Zügen der Ausarbeitung und wir werden dann das Abstimmungsverfahren Ende des Monats beginnen, sodass die ganzen dann bis Ende des darauffolgenden Monats fertig ballotiert sind in der allerersten Version dieser Basisprofile. Wie gesagt, auch hier gelten Community-Prozesse, jeder darf mitmachen, jeder kann mitreden. Natürlich wird das Ganze auf Basis der bisher getroffenen Vorarbeiten der verschiedenen Projekte, dem fachlichen Input und so weiter gemacht. Es geht jetzt nur rein um die Modellierung der technischen Repräsentation. Da wird jetzt nichts mehr irgendwie an Terminologien umgeworfen oder sowas, sondern es geht jetzt einfach nur, wie man diese Vorarbeiten in FHIR manifestiert. Aber immer, ich darf dich mal kurz unterbrechen, weil das sind ja die Basisprofile, die bei HL7 in Abstimmung stehen. Ja. Und das ist gut und richtig und den Link brauchen wir alle. Nur wir wollen heute nur über das Interop Council reden und im Interop Council haben wir uns eben nur ein einziges Profil rausgesucht. Ja, gut. Ja. Und das wäre jetzt genau die Vorstellung oder die Information zur Aufnahme der TNM-Klassifikation. Fragen dazu? Wir bräuchten, also was natürlich wichtig ist und was man vielleicht immer mal wieder versäumt als Medizininformatiker und Informatiker, hier die Fachgesellschaften adäquat mit einzubinden, das ist natürlich extrem wichtig, gerade hier bei den onkologischen Profilen. Alles klar, dann sind wir hier soweit und könnten dann zum Bereich, ach nee, jetzt habe ich dich unterbrochen, weil ich dachte, wir müssten die Pause machen, aber wir haben tatsächlich noch 5 Minuten, deswegen würde ich das jetzt freigeben zur Diskussion. Oder beziehungsweise, Entschuldigung, Simone, dass du deinen Satz noch beenden kannst, aber wir wollen halt keine Werbung machen hier, das ist ganz wichtig. Immer wieder auseinanderhalten, ne? Die komplette Digitalisierung, Interoperabilität, was macht HL7 und was macht das Interop Council? Also das muss einem immer wieder bewusst werden. Also gerade so Menschen wie mir und Simone, die wir ja in allen Bereichen mitarbeiten. Und was HL7 macht, ist natürlich extrem wichtig, hat aber dann erstmal nur im Nachgang etwas mit dem Interop Council zu tun. Genau. Wäre Herr Greve noch hier, könnte ich ihn fragen, ob er eine TNM schon in seinen MIOS hat, aber ist leider gerade im Moment nicht da. Im Raum. Ich frage ihn aber jetzt mal in der Pause und dann gebe ich gleich die Antwort oder er. Gut, im Chat haben wir keine Fragen. Gibt es hier im Publikum noch Fragen? Dann können wir die Pause gerne vorziehen und würden 14:50 weitermachen. Vielen Dank und bis gleich. So, jetzt ist es 14:50. Jetzt geht es weiter mit ganz wichtigen Themen. Und zwar geht es jetzt um Sie, unsere Experten und Expertinnen und um die Aufnahme der ExpertInnen in den Expertenkreis. Und ich darf übergeben an Herrn Höcherl. Ja, vielen Dank. Wir haben noch mal eine aktuelle Statistik mitgebracht, die uns zuallererst freut, denn wir sehen nach wie vor ein sehr positives Interesse, eine sehr positive Resonanz auf das Angebot mitzuarbeiten. Wir haben aktuell 104 bestätigte Experten im Expertenkreis und damit fast die doppelte Menge von den Experten, die wir in Vesta über die letzten 3,5-4 Jahre komplett gelistet hatten. Da sind wir sehr stolz drauf und auch vielen Dank an Sie. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass wir noch etwas Verbesserungspotenziale haben. Und wir würden uns natürlich sehr wünschen, dass wir gerade mit Blick auf die Use Cases und die Indikationen, in denen wir ja Medizin besser machen wollen durch einen besseren Datenfluss, uns sehr freuen würden, wenn wir noch mehr medizinische Anwender tatsächlich in die Arbeitskreise bekommen, in diesen Expertenkreis. Denn die Anwender der informationstechnischen Systeme, die medizinischen Anwender, sind die bislang am schwächsten ausgeprägte Gruppe. Wir freuen uns sehr, dass wir sehr starken Zuspruch aus der Wissenschaft haben, aus den Fachgesellschaften, den Verbänden, der Standardisierungswelt und auch der Industrie. Aber gerade mit Blick auf die Fokusthemen, die wir haben, Sie kriegen ja gleich nochmal die Vorstellung von Frau Heckmann zu dem Thema Arbeitskreis Onkologie
und auch im Bereich der Kardiologie von Herrn Prof. Dr. Jedamczyk. Da wäre es nochmal sehr, sehr wichtig, wenn wir hier breiter aufgestellt wären. Und ich würde gerne nochmal betonen, Sie kaufen kein Abo durch die Beantragung der Mitgliedschaft im Expertenkreis. Sie bekommen nur zusätzliche Informationen, können mitgestalten und können immer auch ganz explizit bei jedem Arbeitskreis auswählen, möchte ich mich einbringen, kann ich mich einbringen, habe ich die Ressourcen? Und ansonsten können Sie aber über unsere Kollaborationsformate, ob Abstimmungen, ob Videocalls, die Informationen erster Hand auch mitbekommen. Insofern haben wir noch ein paar in der Pipeline. Wir sind bei knapp 120 Bewerbungen gesamt und wir würden uns freuen, wenn wir beim nächsten Meeting Ende August auch nochmal aus der 2 bei den informationstechnischen Anwendern für die Systeme irgendwie eine zweistellige Zahl machen könnten. Und ich bin mir sicher, dass wir das zusammen hinbekommen. Also kommen Sie gerne auf uns zu im Nachgang und wir werden diese Zahl dann noch etwas optimieren. Ja, das ist ja so wie überall. Diejenigen, die jetzt zuhören, sind natürlich hier angesprochen, aber sind nicht diejenigen, die sich nämlich nicht gemeldet haben. Ich glaube, wir müssen noch mehr Kommunikation betreiben in Richtung Fachgesellschaften oder auch Gesellschaften für Medizin und auch Anwender, weil die eigentlich, ich glaube, die wissen gar nicht, dass es uns gibt. Also ich hatte gestern noch ein Gespräch mit unseren Chefärzten in der Charité und dem war gar nicht bewusst, obwohl ich dort arbeite, dass es das Interop Council gibt. Wir sind jung, wir sind schnell. Aber wir können noch nicht so gut kommunizieren, dass es wirklich ankommt. Und wir brauchen die Anwender. So ein bisschen wie bei IHE, da geht es auch darum, dass ich Industrie habe und Anwender. Und wenn die nicht zusammenarbeiten, dann gibt es auch keinen Standard. Ja? Und so sehe ich uns auch. Also da möchte ich nicht nur zweistellig was sehen, sondern wirklich, dass man wirklich über 20 kommt. Also über 20 Anwender bitte bis zum nächsten Mal. Ich gucke nochmal zur Gematik. Die haben eine tolle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Hier geht es darum, vielleicht auch, jetzt schaue ich nochmal zu Herrn Greve, diese super Community, die Sie haben oder die HR7 hat mit über 300 Mitgliedern, dass wir die auch nochmal ganz klar ansprechen und sagen, hallo, hier gibt es natürlich nochmal einen weiteren Expertenkreis, aber der ist ganz besonders wichtig, weil hier nun natürlich auch ja, Gesetze durchgeführt werden und das INA befüllt wird. Also es wäre schön, wenn wir da einfach, oder auch das KKG, da werde ich auch nochmal darauf hinweisen, nächste Woche in der AG Loink, dass die Labormediziner sich zum Beispiel hier bei uns melden, weil ich nehme mal stark an, dass die Labormedizin auch bei unseren Newskills eine Rolle spielt. Da würde ich dann direkt, ich weiß nicht, Herr Köln, möchten Sie noch was sagen? Ansonsten würde ich übergeben an... Die Wette akzeptieren wir und gut. Arbeiten gemeinsam dran, dass wir sie umsetzen. 20, über 20. Simone, nun würdest du noch mal vorstellen, jetzt hast du ganz viel Zeit, 25 Minuten, zusammen mit Julian Sass hier den Arbeitskreis Onkologie Data Flow vorzustellen. Genau, danke schön. Ja, unser Arbeitskreis hat sich mit dem onkologischen Data Flow beschäftigt. Der Untertitel unserer Arbeit lautet eine Entwickler-Journey. Und wir haben in unserem Team mit 10 verschiedenen Experten, die man auf der nächsten Folie sieht, danke, uns genau diesem Thema angenähert. Wir haben mittlerweile 3 öffentliche Sitzungen abgehalten, in denen wir uns zu dem jeweiligen Arbeitsstand ausgetauscht haben und überlegt haben, was die nächsten Schritte sind und die entsprechenden Verantwortlichkeiten verteilt haben. Diese Sitzungen waren öffentlich und es gab auch eine rege Beteiligung von Nichtmitgliedern unseres Arbeitskreises, die sich aber trotzdem informiert haben und auch über die Chatfunktion jeweils dann auch immer Beiträge leisten konnten, für die ich mich an der Stelle auch nochmal bedanken möchte. Also da gab es auch ganz wichtige Tipps und Hinweise noch aus dem Publikum bei unseren Sitzungen, die wir dann natürlich auch in unsere Arbeit mit aufgenommen haben. Was wir bisher gemacht haben, wir haben diese hypothetische Journey unseres Entwicklers, der an einem hypothetischen onkologischen Software-System arbeitet und dort für die Schnittstellen zuständig ist, verfolgt, und zwar über die letzten 30 Jahre. Wir haben also angefangen ab den 90ern, wo eben erstmalig Spezifikationen für den elektronischen Datenaustausch aufkamen, zu schauen, was ist alles so auf den armen Entwickler eingeprasselt im Laufe seiner Tätigkeit. Wir haben insgesamt 29 relevante Spezifikationen gefunden, die teilweise spezifisch für die Onkologie sind, teilweise aber auch unspezifischere Anforderungen, die aber natürlich von einem onkologischen System nichtsdestotrotz implementiert werden mussten.
Wir haben das Ganze nach Datum der Festlegung sortiert, sodass wir da so ein bisschen einen zeitlichen Verlauf haben geschaut, was sind die verantwortlichen Organisationen, von denen diese Spezifikationen stammen, welche Motivation hatte unser Entwickler, das umzusetzen, waren das gesetzliche Anforderungen oder waren das Incentives oder war das einfach etwas, was der Markt verlangt hat. Wir haben geschaut, wer Sender und Empfänger dieser Daten jeweils sind, in welchem Format der Datenaustausch erfolgt und über welches Protokoll. Weiterhin schauen wir jetzt genauer hin, was der eigentliche Umfang ist. Also werden da nur Stammdaten oder Abrechnungsdaten kommuniziert oder auch Diagnosen, Prozeduren. Geht das bis rein in spezifische onkologische Strukturen wie zum Beispiel TNM oder beispielsweise Chemotherapieinformationen, um einfach auch zu schauen, wie stark überlappen diese verschiedenen Spezifikationen inhaltlich. Es gibt natürlich teilweise Spezifikationen, die ganz unterschiedlichen Zwecken dienen und die kaum Überlappungen haben. Aber es gibt natürlich gewisse Dinge wie Patientenstammdaten oder sowas. Die sieht man immer wieder, aber eben auch immer wieder in unterschiedlichen Formaten. Zuletzt haben wir noch den Release-Zyklus angeschaut. Auch das hat natürlich Einfluss auf die Arbeitsbelastung oder auch natürlich die Kosten, die entstehen bei der Umsetzung. Wie häufig werden müssen diese Spezifikationen eben auch an neue Release-Stände angepasst werden? Was auf den ersten Blick erkenntlich ist mit den Informationen, die wir bisher gesammelt haben, ist, dass also gerade in den letzten 15 Jahren diese Spezifikationen eigentlich immer wieder komplett anders waren. Also jede Spezifikation, die auf eine vorherige gefolgt ist, hatte eine komplett andere Technologie als Hintergrund, ein komplett anderes Übertragungsprotokoll, stammt von einer völlig anderen Organisation, die sich offensichtlich nicht mit der vorherigen Organisation abgestimmt hat. Also da kann man schon ganz klar erkennen, wo das Problem mit der Interoperabilität begraben ist. Und wir versuchen uns jetzt eben ein bisschen im weiteren Verlauf den Ursachen anzunähern, sagen, warum ist das so? Ist das einfach nur so, dass jede Organisation sich einfach nicht interessiert hat für das, was bisher da war und einfach ihr eigenes Ding gemacht hat? Oder gab es eben auch Hinderungsgründe, warum Spezifikationen an der Stelle nicht wiederverwendbar waren? Und um das ein bisschen besser greifen zu können, haben wir uns ein Bewertungssystem überlegt, in dem wir versuchen, mit vergleichbaren Kriterien diese verschiedenen Spezifikationen ein bisschen besser beschreiben zu können. Weil natürlich nicht jeder Leser unseres Positionspapiers am Ende sich in jede einzelne dieser 29 Spezifikationen wird einarbeiten wollen, um zu sehen, wo das Problem ist. Das heißt, wir versuchen jetzt das Ganze in ein vergleichbares Raster zu bringen. Der erste Aspekt, den wir betrachten wollen, ist die Offenheit der Spezifikation. Also ist es möglich, diese Spezifikation dynamisch zu erweitern, wenn in anderen Use Cases vielleicht zusätzliche Daten benötigt werden? Oder ist das so in sich abgeschlossen, dass jedes Hinzufügen weiterer Informationen nicht mehr kompatibel wäre mit der eigentlichen Spezifikation? Das wäre also eine geringe Offenheit. Eine mittlere Offenheit wäre eben in dem Moment, wo wir ein zwar umfangsmäßig eingeschränktes Datenmodell haben, das aber potenziell erweiterbar ist, wobei allerdings diese Erweiterungen dann individuell festgelegt werden müssten und nicht Teil der eigentlichen Spezifikation sind. Eine Spezifikation mit einer hohen Offenheit, das wäre nach unserer Auffassung jetzt ein umfassendes Datenmodell, wo also nicht nur die konkret benutzten Artefakte spezifiziert sind, sondern im Prinzip eine komplette Domäne, wo man eben weitere Artefakte dynamisch hinzunehmen kann oder wo die einzelnen Artefakte auch erweitert werden können. Der nächste Punkt, den wir betrachtet haben, ist die Komplexität der Schnittstelle. Also handelt es sich um eine flache Liste von Werten, was man eben gerade in den 90er Jahren sehr häufig hatte, oder sind das schon etwas komplexere hierarchische Strukturen? Das wäre eine mittlere Komplexität. Hohe Komplexität wäre eine Schnittstelle multiplen Entitäten, die untereinander auch komplexe Abhängigkeiten haben. Als nächstes betrachten wir, wie spezifisch die jeweilige Spezifikation für die Onkologie ist. Also ist das eher etwas Allgemeines, was zufällig auch die Onkologie betrifft? Oder sind das Dinge oder Festlegungen, die ganz speziell für die Onkologie und nur für die Onkologie
festgelegt worden sind. Auch hier haben wir drei Abstufungsgrade. Eine geringe Spezifität wäre etwas, was nicht speziell für die Onkologie vereinbart worden ist, sondern eben allgemeingültig ist. Sowas wie ein Paragraph 301 Abrechnungsdatensatz, ne, der wird ja überall verwendet, ob jetzt Onkologie oder nicht, und hat dementsprechend auch keine speziellen Vorkehrungen, um beispielsweise onkologische Daten zu transportieren. Eine mittlere Spezifität wäre etwas, was für die Onkologie anpassbar wäre, also was man den Anforderungen der Onkologie etwas entgegenkommen könnte, was aber nicht speziell in der Intention derjenigen lag, die diese Spezifikation verfasst haben. Eine hohe Spezifität wäre eine Technologie, die eben speziell für einen onkologischen Use Case und nur dafür entwickelt worden ist. Als nächstes haben wir uns die Maschinenlesbarkeit der Spezifikationen angeschaut. Dass die natürlich maschinenlesbar sind, ist eigentlich selbstverständlich bei elektronischer Datenübermittlung, aber auch hier gibt es natürlich Graustufen. Wir haben natürlich auch Spezifikationen, in denen überwiegend Freitext übermittelt wird. Das wäre eben geringe Maschinenlesbarkeit. Wenn die Informationen zumindest teilweise kodiert und mit vereinbarten Terminologien versehen sind, dann wäre das eine mittelgradige Maschinenlesbarkeit. Von einer hohen Maschinenlesbarkeit sprechen wir, wenn die Daten überwiegend in kodierter Form und nur geringfügig als Freitext übermittelt werden. Als nächsten Aspekt schauen wir uns die Integration von Terminologien in die jeweiligen Spezifikationen an und wie gut die in die jeweiligen Standards oder Datenaustauschformate integriert sind. Von gar keiner Integration würden wir sprechen, wenn die Terminologien, die verwendet werden, nicht in maschinenlesbarer Form vorliegen und auch keine Validierung der Codes möglich ist. Also es keine Tools gibt, mit denen man entscheiden kann, ob ein konkreter Code an einer bestimmten Stelle zulässig gültig ist oder nicht. Eine mittelgradige Integration wäre dann der Fall, wenn man zwar eine Schema-Validierung beispielsweise mit XML-Schemadaten durchführen kann, um einfache Wertelisten zu überprüfen, beispielsweise zu erkennen, ob das Geschlechtskennzeichen gültig ist, was aber dann bei der Anwendung von komplexen Terminologien, wie zum Beispiel einem postkoordinierten ICD-10-Code oder gar einem SNOMED-Code, nicht skalierbar wäre, weil die Technologie dafür einfach gar nicht geeignet wäre. Eine gute Integration wäre dann der Fall, wenn ein umfassendes Framework für Terminologien vorhanden ist, wenn also die Terminologien maschinenlesbar, abbildbar und austauschbar sind und Terminologien auch in komplexer Form validierbar sind. Die Modularität betrachten wir als nächsten Aspekt. Da geht es darum, wie die einzelnen Artefakte, die hier übermittelt werden, neu verwendet werden können, in neuen Use Cases praktisch neu zusammengestellt werden könnten. Hier sprechen wir von einer geringen Modularität, wenn hier ein einzelner Datensatz spezifiziert ist, in dem alles drinsteht und wo man nicht einzelne Teile herausnehmen und wiederverwenden kann. Eine mittlere Modularität wäre dann der Fall, wenn die einzelnen Konzepte, wie zum Beispiel Patientenstammdaten, herauslösbar wären und in anderen Kontexten wiederverwendet werden könnte. Und eine hohe Modularität haben wir dann, wenn die Konzepte weitgehend eigenständig voneinander existieren können, wenn ich also auch tatsächlich einfach auch mal nur einen Patientenstammdatensatz kommunizieren kann, ohne den konkreten Kontext eines spezifischen Use Cases zu benötigen. Letzter Punkt ist, wir schauen uns die Kommunikationswege an. Gerade in der Vergangenheit waren die meisten Kommunikationen, die stattgefunden haben, unidirektional. Das heißt, es wurden Daten geliefert an ein Krebsregister beispielsweise oder eine andere Stelle, die diese Daten entgegengenommen hat. Und von dort kam dann zurück ein ACK, eine Empfangsbestätigung oder vielleicht auch eine Verarbeitungsbestätigung, aber es gab keine Möglichkeit, Informationen in die Gegenrichtung zu kommunizieren, also wirklich Arbeitsdaten. Hier haben wir nur zwei Unterscheidungskriterien oder zwei Ausprägungen, die wir untersuchen wollen. Einmal die unidirektionale Schnittstelle mit oder ohne Quittierung und die bi- bzw. multidirektionale Schnittstelle, wo also Informationen in mehrere verschiedene Richtungen fließen können. Wenn wir jetzt diese verschiedenen Bewertungen fertiggestellt haben, wir sind im Moment so bei, ich sage mal, 80%, was die Datenerhebung und Bewertung unserer 29 verschiedenen Spezifikationen angeht, dann werden wir jetzt beginnen, daraus unser Fazit zu ziehen. Und einerseits natürlich
den Finger in die Wunde des Offensichtlichen zu legen und sagen, okay, was ist denn eigentlich hier das Problem bei der Umsetzung dieser ganzen in sich widersprüchlichen Spezifikationen, die nicht miteinander interoperabel sind, aber natürlich dann auch den eigentlichen interessanten Teil angehen, nämlich zu versuchen, zu einer Erklärung zu kommen, wie es so weit gekommen ist. Ob das einfach nur rein politische Probleme sind, die eben in einer mangelnden Abstimmung untereinander bestehen, oder ob es einfach in der Art und der Natur dieser Spezifikationen liegt, dass die einfach nicht zur Wiederverwendbarkeit geeignet waren. Und wir wollen natürlich dann auch an der Stelle Lösungsvorschläge formulieren und möglicherweise auch einen weiteren Arbeitskreis anregen, indem wir dann die einzelnen Probleme, die wir identifizieren konnten, lösen wollen oder die Lösung in Angriff nehmen. Das sind also die nächsten Pläne. In 14 Tagen wird ein weiterer oder etwas weniger als 14 Tagen wird eine weitere öffentliche Sitzung stattfinden. Dann wollen wir die Probleme, die wir in der Zwischenzeit ausformuliert haben, zu unserem finalen Dokument, zu unserem Statuspapier zusammenfassen und entscheiden, wie wir diesen Zeitstrahl, den wir jetzt hier erstellt haben, wie wir den genau grafisch aufbereiten wollen, um dann auch eine für Laien greifbare Fassung unserer Ergebnisse publizieren zu können. Genau, das war der aktuelle Status vom Arbeitskreis OncoDataFlow. Gibt es Fragen? Ja, vielen, vielen Dank, Simone. Erstmal vielen Dank auch an die Gruppe für die wirklich umfangreichen Arbeiten. Das hört sich ja furchtbar an. Entschuldigung, ungefähr 30 verschiedene Spezifikationen für die Onkologie, das kann natürlich nicht funktionieren. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, wir hatten 8 uns angeschaut in Gold und 7 verschiedene Datumsformate gefunden. Allein also ein Datumsfeld, was eigentlich relativ klar und eindeutig ist und nach ISO, Heike, definiert wird, ist so gemacht worden wie nach Gutdünken. So, das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, aber ich frage mich noch eine Kleinigkeit, und zwar für mich als Medizinerin ist natürlich die Onkologie sehr vielschichtig, breit, und PatientInnen gehen durch verschiedene Hände und Ärztefachgebiete hin bis zur Physiotherapie. Habt ihr euch dann ein Physiotherapieprotokoll auch angeguckt, oder ist das wirklich eine echte Patientenakte oder ein richtiger Kern von onkologischen Daten? Nein, also unser Fokus ist ja tatsächlich der Entwickler. Also wir sind jetzt wirklich bewusst weg von der Patienten-Journey hin zur Entwickler-Journey. Das heißt, wir haben natürlich auch nur die Aspekte beleuchtet, die einen Entwickler tangieren. Das heißt, nur dort, wo Stand heute ein elektronischer Datenaustausch bereits stattfindet. Was wir noch gar nicht betrachtet haben, ist natürlich die breite Masse an Kommunikation, die noch gar nicht stattfindet und die folglich natürlich auch bei unserem hypothetischen Entwickler noch gar nicht aufgeschlagen ist. Ich glaube, allein dafür bräuchten wir einen zusätzlichen Arbeitskreis, um diese ganzen Kommunikationslücken natürlich auch noch aufzutun. Also die Bestandteile zu beleuchten, wo momentan noch überhaupt kein elektronischer Datenaustausch stattfindet. Also keine Physiotherapie, aber TNM gab es schon. Und da gucke ich nochmal zu Herrn Grewe. Gibt es denn schon TNM-Spezifikationen bei der Mio 42 oder Ideen dahingehend? Sie müssten mir auf die Sprünge helfen. Das ist die, Entschuldigung, Sie waren nämlich nicht da. Und ich hatte die Frage gestellt und dann erst gesehen, dass Sie ein wichtiges Telefonat hatten. Das geht um die onkologischen Basisdaten und da gibt es eine Definition für die Tumorgröße, für die beteiligten Lymphknoten und die Metastasen. Aber wenn Sie so schauen, dann müssen wir uns darüber noch mal im Detail unterhalten. Scheinbar. Ja und nein. Also bei den MIOS haben wir das jetzt bis jetzt noch nicht. Okay. Mit dem anderen Hut aus der KBV sind sie mir prinzipiell bekannt aus Leitlinien und Formularen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich hinstecken muss, aber das ist sozusagen dann auch nicht mehr mein Kerngebiet, Medizin. Da haben wir dann andere Profis für. Ja, vielleicht beim DNP. DNP, Mammakarzinom. Genau, das könnte sein. Ne? Da wird es wohl dabei sein. Ne? Anke, denke ich auch. Habt ihr euch das DNP Mammakarzinom auch angeschaut dabei oder ist das zu weit weg? Weil das ist ja auch ein elektronischer Transfer, ne? Das haben wir mit berücksichtigt, ja. Wir sind auch gerade dabei, weil du gerade das Stichwort TNM sagst. Wir haben natürlich auch, um das einfach nochmal darstellen und greifbar zu machen, wie unterschiedlich diese Spezifikationen tatsächlich in ihrer technischen Umsetzung sind, uns
noch mal ein paar Beispiele rausgegriffen. Einerseits natürlich das Geburtsdatum, das ist etwas, wo man immer sehr schön darstellen kann, die Absurdität der Interoperabilität, nein, des Mangels an Interoperabilität, wo man einfach diese 20 verschiedenen Versionen, ein Geburtsdatum auszudrücken, nochmal visuell sich vor Augen führen kann. Aber ein weiteres Beispiel, was wir momentan noch erarbeiten, ist eben tatsächlich die Darstellung von TNM. Wie das in diesen 29 verschiedenen Spezifikationen gemacht wurde, Spoiler, in ganz vielen dieser Spezifikationen kommt das gar nicht vor, weil die entweder nicht spezifisch genug sind oder nicht ausreichend medizinisches Interesse haben, sondern eher Abrechnungshintergründe und so weiter, oder weil sie zu wenig maschinenlesbar sind, um hier tatsächlich eine maschinenlesbare Repräsentation eines TNM zu beinhalten. Aber dort, wo tatsächlich ein TNM vorgesehen ist, erarbeiten wir ebenfalls noch die Übersicht, auch mit Rückgriff auf die Vorarbeiten von Gold, eine Darstellung, wie unterschiedlich die Repräsentation eines TNM-Schemas in diesen von uns betrachteten Spezifikationen aussieht. Wobei ein Geburtsdatum kann ich ja, ich sag mal, in unserer Medizininformatik-Initiative, da haben wir eine schöne ETL-Strecke, dann wird da was programmiert und dann habe ich ein Geburtsdatum, das ist sehr eindeutig. Wenn ich jedoch in die medizinischen Fachbegriffe reingehe, also in die tiefe Fachlichkeit, dann kann man sich heute schon vorstellen, dass ich sag mal, eine Interpretation eines Informatikers in einer ETL-Strecke, ja, in einer für eine Plattform, die man dann hinterher befüllt mit den Daten, ist ja äußerst kritisch und beinhaltet natürlich ganz viele Fallstricke. Das heißt, hier interpretieren Menschen Dinge, die eigentlich nur der behandelnde Arzt oder Labormediziner interpretieren kann. Deswegen ist es so wichtig, was wir hier machen. Also das ist so ein bisschen, was mich treibt, die Patientensicherheit, mehr noch als die Forschung, die auch extrem wichtig ist, aber dass eben die Daten präzise übermittelt werden. Deswegen ja auch LOINC, ja für Labordaten zum Beispiel, was wir ja jetzt gerade so mehr oder weniger in der MII auch einführen. Und da sind hervorragende Dinge jetzt zutage getreten und auch sehr traurige Sachen, wenn man sich die Altdaten anschaut, die eben nicht standardisiert waren. Das nochmal hier so zur Philosophie dessen, was wir eigentlich hier tun. Ja, Simone, danke schön. Und gibt es noch Fragen dazu, zu diesem umfangreichen Arbeitspaket? Also wir würden natürlich alle gerne mal die 29 Spezifikationen sehen. Wenn du vielleicht uns noch mal einen Link gibst zu der Confluence-Seite, dann können wir da mal drauf schauen über den Chat und uns erfreuen, was es da alles so gab in den letzten Jahren. Ich glaube nicht, dass irgendeiner das bösartig gemacht hat, sondern hier geht es, wie gesagt, wiederum nur um Kommunikation. Und es gab ja letztendlich die HL7, viele Jahre gibt es HL7 Deutschland und International schon. Aber sind die Spezifikationen, ich glaube, fast keine ist auf HL7-Basis, nehme ich mal an, vielleicht zwei. Und das heißt, da gab es eine Community, die sich irgendwo zentral traf. Und alle anderen, die wurden einfach auf Excel-Papieren geschrieben, Excel-Sheets geschrieben und ja, nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich habe immer noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Respekt vor den klinischen Studien. Damit machen wir viel, ne, auch in Dresden und überhaupt. Und da frage ich mich natürlich, wie gehen wir mit klinischen Studien in Zukunft um? Wird das jetzt irgendwie ein Red Cap on Fire? Das wäre so mein Ziel. Aber da sind wir noch ganz, ganz am Anfang. Vielleicht kann da Dresden was zu sagen oder Philipp Stachwitz. Also ich meine, die Studienprotokolle müssen unbedingt, genauso wie die Register, unbedingt auch Vorgaben bekommen. Philipp? Ich habe noch mal eine Frage an Frau Heckmann. Also Sie Vertun hat ja gerade gesagt, sozusagen ein erschütternder Befund in dieser Bestandsaufnahme. Ja, so klang das. Was ist das Ziel dessen, was Sie jetzt tun, was Sie sich selber wünschen? Also was soll am Ende, was für eine Art von, sagen wir mal, Arbeitsergebnis am Ende? Also Sie haben jetzt, Sie machen sozusagen Bestandsaufnahme, eine Diagnose, aber was ist dann, was ist das Ziel, was Sie sich selbst wünschen für das, was Sie tun als Arbeitsgruppe, idealerweise? Idealerweise ist es unser Ziel, Problembewusstsein zu schaffen und einfach in die Köpfe hineinzubohren, dass ein weiter so nicht möglich ist. Dass wir nicht einfach ohne Berücksichtigung alles bisher dagewesen künftig weitere Spezifikationen erzeugen können. Weil das ist natürlich die Gefahr, dass jetzt, wo natürlich die Digitalisierung Fahrt aufnimmt,
wir genau dasselbe weitermachen, nur in einer höheren Schlagzahl. Und worauf wir einfach hinaus wollen, ist, dass das Verfahren, das wir bisher haben, nicht skalierbar ist. Schon gar nicht mit dem Fachkräftemangel, der in der Industrie momentan natürlich genauso prävalent ist wie in der Pflege. Das muss dahin führen, dass wir mehr Wiederverwendbarkeit haben zwischen diesen Spezifikationen, bessere Abstimmung der Organisationen untereinander. Ich will jetzt nicht das gesamte Positionspapier vorwegnehmen, aber ich glaube, das ist einfach etwas, was uns zwar, die wir hier sitzen und uns der Existenz eines Interop Councils bewusst sind, auch eigentlich klar ist, aber was man auch einfach mal auf Papier bringen muss, um einfach auch hier in einer breiteren Masse das Verständnis zu schaffen, was das Problem ist, das wir als Interop Council eigentlich lösen müssen. Und wie tief dieses Problem auch verwurzelt ist in den Strukturen unseres Gesundheitswesens. Vielleicht noch ein Hinweis, da auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Es gibt eine unterschiedliche, sagen wir mal, Schwere der Probleme bezogen auf die unterschiedlichen Datenentitäten oder Datentypen. Also ich habe mal außer dem jetzt schon mehrfach zitierten Datum noch ein paar andere aufgezählt. So grundsätzlich ein paar von den schon diskutierten Patientenstammdaten, ICD-10-Codes, Arzneimittelverordnungen, im Wesentlichen Labordaten und vielleicht Abrechnungsziffern. Also um die mal zu nennen, da würde ich sagen, ich kenne ungefähr 15 Arztinformationssysteme, Praxisverwaltungssysteme aus der täglichen Praxis. Die kriege ich da alle raus. Also das ist aus Entwicklerperspektive überhaupt kein Problem. Wenn da irgendeiner in irgendeinem Format ein Datum rausschreibt, das kriege ich irgendwie schon gematcht, da weiß ich ungefähr, was das ist. Dann gibt es so Grauzonengeschichten und dann gibt es die, die wir in der Onkologie brauchen, die aber vollkommen wild sind, sowas wie allgemeiner Gesundheitszustand. Wir haben schon diskutiert, TNM, wo es ja auch noch je Fachrichtung Riesenunterschiede gibt. Also beim Mammakarzinom ist das TNM was ganz anderes als beim Prostatakarzinom beispielsweise. Oder sowas wie Intention einer systemischen Therapie. Und alles irgendwelche Informationen, die wir brauchen. Da würde ich sagen, wäre es schön, wenn man so ein bisschen pragmatisch vorginge. Und das könnte sich vielleicht dann abgrenzen von den 29 bisherigen Initiativen. Nämlich, dass man mit den Dingen anfängt, 80-20 regelmäßig, die relativ leicht sind und wo wir uns eigentlich schon einig sind. Denn die würden schon sehr helfen. Wenn ich das alles wüsste, wann welche Arzneimittel verordnet wurden beispielsweise, und das ist standardisiert in allen Systemen drin, dann wüsste ich schon viel über den Patienten. Das ist im Prinzip das, wo wir mit den onkologischen Basisprofilen hinwollen, eben genau diese fehlenden Artefakte vereinheitlicht und Use Case unabhängig festzulegen, sodass man in diesen Baukasten immer wieder reingreifen kann, wenn man eben solche onkologischen Spezialinformationen austauschen möchte und dass es da auch Use Case übergreifend eine Vereinbarung gibt. Was allerdings außerhalb des Scopes dieses aktuellen Arbeitskreises ist, um den es gerade geht. Ja, und da braucht man natürlich auch die vielen, vielen Fachexperten, die wir dann ja im August haben, die 20, ne? Genau, und auf der Basis kann man ja dann auch anschließen und genau aus der medizinischen Sicht zum Beispiel könnte man dieses Thema dann auch nochmal weitertreiben. Dafür brauchen wir genau die Fachgesellschaften, die medizinischen Anwender, die Praktiker, um genau diese Themen dann nochmal zu konkretisieren. Aber ich glaube, ein wunderbarer Aufschlag von dem Arbeitskreis rund um Frau Heckmann, um genau das so hinzubekommen. Und wir werden es in zwei Arten aufbereiten. Einmal für Sie als Experten. Und natürlich werden wir es auch so aufbereiten, dass wir einfache Grafiken haben werden, um es in der Öffentlichkeit für den öffentlicheren Diskurs auch nutzen zu können, um zu zeigen, warum es notwendig ist. Und das war der Punkt, den Frau Heckmann ja auch gemacht hat, einfach auch zu zeigen, es braucht hier auch neben dem Datentransfer auch nochmal einen kulturellen Wandel, den wir insgesamt bewegen müssen. Ansonsten helfen die Datenformate an sich auch nicht weiter. Ich hätte noch einen Vorschlag an Herrn Süptitz, dass wir diese Ergebnisse dann auch dem neu gegründeten Beratungsgremium für Krebsregisterdaten vorstellen. Nickt. Gut. Ja, gerne. Wunderbar. So, schaue ich in die Runde. Keine Fragen mehr. Ist online noch jemand mit einer Frage dabei? Gut, dann würden wir weitergehen. Wir haben jetzt noch zwei große Themen. Das eine Thema ist kurz, das ist nämlich die Kartierung von Interoperabilitätsinitiativen mit Fokus auf FHIR und Terminologien
Und danach wird uns Herr Jedamczyk noch etwas zum Status quo Herzinsuffizienz mitgeben. Ja, schauen wir uns das mal an. Wir haben uns zweimal getroffen. Wir sind auch eine Gruppe von 10 Personen, die alle in dem Bereich Interoperabilität seit vielen, vielen Jahren unterwegs sind. Und hier einerseits die Terminologien im Auge haben und andererseits aus dem Bereich HAL 7 FHIR kommen. So, wir haben uns getroffen und wir arbeiten vor allen Dingen, ich sag mal, online an unserem Fragebogen. Wir machen nämlich in erster Linie einen Fragebogen und die erste Herausforderung war, an wen schicken wir denn so einen Fragebogen? Und mein Wunsch wäre natürlich, dass dieser Fragebogen von vielen, vielen auch beantwortet wird. Wir haben allein 60 Organisationen ausfindig gemacht in Confluence, auch niedergeschrieben. Falls Sie noch Organisationen haben, die Sie dort auch sehen möchten, PVMed ist dabei. Ja. Und wir hoffen, dass die Verbände das dann weiterreichen, also der BVITG zum Beispiel an die Mitgliedsunternehmen oder der Bundesverband Internetmedizin und so weiter. Also alle, die irgendwo hier was mit Herstellern zu tun haben in erster Linie. Dann geht es aber auch darum, Adressaten sind natürlich auch Projekte und Organisationen. Und ich hätte natürlich auch hier nochmal einen Wunsch an Herrn Süptitz. Wir haben den Digitalradar, im Digitalradar ja 1600 Krankenhäuser gehabt, die aktiv mitgemacht haben. Inwieweit man die vielleicht auch nochmal hier anschreiben kann und das als vielleicht sogar als Erweiterung des Digitalradars sehen kann, indem man sagt, im Digitalradar haben wir im Prinzip nur abgefragt, nutzt du internationale Standards? Das war die Frage. Da gab es dann noch zum Beispiel FHIR Version 2 und so weiter. Und ich muss natürlich sagen, jedes Krankenhaus, auch wenn sie es nicht wissen, nutzen V2-Nachrichten für die Laborkommunikation zum Beispiel. 50% der Krankenhäuser haben gesagt, ja, sie nutzen Standards. Das war dann die Antwort. Ich habe heute Morgen nochmal nachgeschaut. Aber diese Frage würde ich gerne ausweiten. Und die Ausweitung dieser Frage aus dem Digitalradar wäre dann dieser Fragenkatalog, der also im Detail vor allen Dingen Feierstands- und Terminologien abfragt. Inwieweit das, ob wir das machen dürfen oder nicht, das besprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt, weil ich weiß, da ist natürlich der Datenschutz da, der uns vielleicht etwas verbietet oder etwas eröffnet. Wollen wir mal schauen. Weil das ist nämlich auch ganz wichtig, es gibt im internationalen Bereich ein Hospital on Fire Aktivitäten, wo kartiert wird, wie die Krankenhäuser umgehen mit ihren Fire-Servern und mit ihren Fire-Ressourcen, die sie im Einsatz haben. Und wir wissen ja, wir haben erste Krankenhäuser, ich weiß nicht, ob Dresden auch schon soweit ist, ich nehme es mal stark an. Oder bei euch, Essen nickt, ja, Essen, Dresden, Köln. Und Berlin nickt so hier im Raum und hier sind also Fire-Server im Einsatz und meines Erachtens müssen wir die Krankenhäuser heute schon abfragen. Also auch wenn wir vielleicht nur viele Unikliniken eher da sehen wegen der Medizininformatiker, aber viele Kliniken stellen sich da gut neu auf. Also nochmal zu dem aktuellen Stand, das ist eigentlich ganz einfach bei uns. Wir haben erstmal einen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt, dann haben wir die Adressatenliste erstellt und die vielen Fragen formuliert. Wir haben dann Cluster auf der nächsten Folie gesetzt. Und wir haben gesagt, wir brauchen erstmal so eine Art Strukturdaten, wie auch im Digitalradar. Dann fragen wir nochmal ab, welche Spezifikation genutzt wird, und zwar auch die neben FHIR. Wir fragen auch V2 ab und DICOM und so weiter, aber einfach nur, um so ein großes Bild zu bekommen. Und wie ist der Stand der Umsetzung? Also ist es implementiert oder plant man das im nächsten Jahr? Und unser eigentlich wichtigster Punkt ist die Governance. Also wir fragen eine Firma, eine KIS-Firma zum Beispiel, wenn ihr FHIR-Profile im Einsatz habt, sind die gemäß ISIC profiliert? Habt ihr sie, wenn ihr sie verändert habt, veröffentlicht? Habt ihr sie abgestimmt mit HL7 oder ins Benehmen gesetzt mit KBV? Wie steht ihr zu den Terminologien? Welche Terminologien bindet ihr an FHIR? Und ist das mit dem BfArM abgestimmt? Also so ungefähr wären so die Fragen. Und die sind natürlich, unternehmenskritisch.
Also wir kriegen natürlich Informationen von Unternehmen, ja, da ich sehe schon BV Med nicken, die uns vielleicht gar nicht geben wollen, aber auch wenn sie uns die nicht geben, sind das auch Informationen, die vielleicht für ein BMG extrem wichtig sind, vielleicht für eine Gesetzgebung. Dass man wirklich sagt, wenn ich hier in dem wichtigen Bereich ja, Interoperabilität agiere, dann habe ich doch auch zumindest das Mindestmaß zu erfüllen und also ich sag mal die Basisprofile, falls ich sie verändere, zu veröffentlichen oder abzustimmen. Und dann nochmal der große Bereich der Terminologien. Auch das ist ein Thema, was in Deutschland sehr jung ist, weil wir eben die zwei großen neuen Terminologien im Einsatz haben, es nur mit LOINC. Wie geht man damit um? Geht man überhaupt damit um? In welchen Häusern haben wir schon LOINC-Implementierungen? Und das ist ja auch so ein bisschen die Frage, wenn die MIOS kommen, ja, dann brauche ich auch einen Hersteller, der zumindest Nomad-Code transportieren kann von A nach B. Ich selbst habe das auch mitgemacht bei der LOINC-Einführung bei uns. Da gab es das Datenfeld gar nicht. Das wurde zum Beispiel in Version 2 beschriftet mit was ganz anderem. Da gab es also ganz lustige Inhalte in diesen V2-Formaten. Da schrieb man irgendwas rein, wo eigentlich der LOINC-Code rein sollte. Und da mussten wir erstmal alle überlegen, wie wir dann diese Inhalte wieder da rauskriegen, um dann wieder den LOINC-Code da reinzubekommen. Ja, also das heißt, jeder Hersteller implementiert verschiedene V2-Nachrichten und natürlich auch FHIR-Nachrichten. Und das ist dann der untere Bereich. Und dann auch nochmal wirklich auch Richtung Use Case, was macht ihr denn eigentlich mit eurem FHIR-Server? Ja, ist auch mal ganz spannend. Macht ihr das nur, weil er es jetzt misst oder weil er von der MEI Geld bekommt oder gibt es wirklich einen echten Use Case dahinter? Ja, das war's von meiner Seite. Dieser Katalog wird dann Ende Juni, Anfang Juli versendet. Wir müssen noch, Peter, ne? Wir müssen den Fragenkatalog jetzt erstellen, weil das ist gar nicht so einfach. Machen wir die Likert-Skala immer drauf, also so eine fünfstufige Skala und würden das jetzt, ich sag mal, in der übernächsten Woche wäre der soweit fertig. Peter nickt. Genau, ich sag mal, läuft. Läuft, gut. Dann mal los. Okay, Fragen dazu? Super. Und nochmal danke an auch die Gematik. Das ist viel Arbeit, die da drin steckt. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen was zu dem Prozess und dem Fragenkatalog sagen, wie man mitwirken kann, wie man darüber Informationen bekommt. Peter, vielleicht kannst du uns noch mal abholen. Also die Ausarbeitung des Fragenkatalogs generell erfolgt ja im Arbeitskreis. Das heißt, wir übernehmen dann die Fragen, die ausgearbeitet werden. Wir haben den ersten Satz schon bekommen aus dem Arbeitskreis. Schlussendlich wird es dann so laufen, dass wir einen Link versenden können und über diesen Link dann die Fragen beantwortet werden können. Genau. Ansonsten, wenn es noch Spezifitäten zu den Fragen selber gibt, dann gern in der nächsten öffentlichen Arbeitskreissitzung teilnehmen. Die ist jetzt am Freitag. Und wie gesagt, in den anderen Sitzungen war es auch schon der Fall, dass eine sehr gute Teilnahme auch aus dem Auditorium, ganz salopp gesagt, aus dem Auditorium halt mit erfolgt, was tatsächlich sehr wertvoll ist, innerhalb des Arbeitskreises das Feedback mitzunehmen und dann auch durch die jeweiligen Mitglieder umsetzen zu können. Dankeschön. Dann kommen wir zum letzten großen Thema, der Herzinsuffizienz. Bitte schön, Herr Damczyk. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Thema und es freut mich sehr, dass wir so einen tollen Expertenarbeitskreis gefunden haben und so wie ich sehe, kommt so richtig viel Arbeit auf uns zu. Und so viel Arbeit bedeutet, wir haben noch nichts festgelegt. Ich habe hier ausgebreitet, was ich alles vorhabe, aber Sie haben das jetzt zweimal von der Simone Heckmann und von unserer Vorsitzenden gehört, wie das strukturiert wird. Das wird auch bei uns so sein. Wir werden am nächsten Montag, am 20.06. virtuell anfangen zwischen 9 und 11 Uhr. Und ich würde mir neben den Mitgliedern, die sich gemeldet haben im Arbeitskreis, wünschen, dass sich noch mehr Verbandsvertreter melden würden aus dem niedergelassenen Bereich. Ich vermute mal, dass ja, sagen wir mal, alles, was mit TMM zu tun hat und was mit Onkologie zu tun hat, wesentlich strukturierter vonstatten geht. Zumindest sehe ich das in den ganzen Briefen, die ich aus den Kliniken erhalte. Wenn es um die Herzinsuffizienz geht und wenn ich mal ja, diese
sagen wir, die 60.000, 70.000 Hausarztpraxen betrachte und die Internisten, Kardiologen und so weiter, die mit dem Thema natürlich dauernd beschäftigt sind, dann fehlt es uns doch sehr an Standardisierungsaktivitäten. Ich möchte das mal vorsichtig hier ganz öffentlich formulieren. Und ich denke, da werden wir eine Menge Arbeit vor uns haben. Ich vermute mal, dass wir mehr als 29 relevante Spezifikationen finden werden, ein bisschen abhängig von der Menge an Beurteilungen von Strukturen und Projekten und so weiter. Und ich freue mich darauf, dass wir das mal festhalten können, feststellen können. Wir werden es mal primär festgelegt, immer im vierwöchigen Rhythmus tagen. Würde mich aber freuen, wenn es möglich wäre, immer in Abstimmung natürlich mit Gematik und BMG, wenn notwendig, dass wir das vielleicht noch verkürzen könnten. Denn ich denke, dass die Mitglieder, die sich gemeldet haben, geradezu darauf brennen, die Arbeit abzuleisten. Wir werden das am nächsten Montag natürlich verteilen, uns vorstellen. Wir müssen noch einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen oder eine stellvertretende Vorsitzende, die Ziele dann präzisieren, die Methoden festlegen. Wir werden natürlich ebenfalls, wie die jetzt schon tagenden Arbeitskreise, dann die entsprechenden Arbeitsteilungen festlegen. Wer macht dann was? Und ich hoffe, dass wir da zu einem guten Konsens kommen, dann die Termine festlegen. Also ich freue mich darauf, dass wir am nächsten Montag starten können. Und wie gesagt, ich würde mich darauf freuen, wenn auch zusätzlich sich Verbandsvertreter zuschalten können. Wobei ich sagen möchte, bitte, bitte, es hat nichts mit Politik zu tun, was wir gerade machen. Wir müssen aber alle von allem, was wir tun, von politischen Dingen Abstand nehmen. Wir sind rein dafür verantwortlich, für die ganzen Themenkreis Interoperabilität, um das auch noch mal ganz klar auszudrücken. Was dann die Politik dann daraus macht später, das ist, glaube ich, und das liegt nicht in unserer Verantwortung. Also, spannendes Thema. Nochmal Aufruf, wer sich beteiligen möchte, kann sich einwählen. Sie bekommen einen Link, mit dem Sie sich einwählen können. Und ansonsten vielen Dank. Vielleicht als Ergänzung von Seiten der Koordinierungsstelle, wenn Sie schneller sein wollen, unterstützen wir das natürlich in jedem Fall. Das gilt für alle Arbeitskreise und alle künftigen Arbeitskreise. Peter, vielleicht kannst du noch ein bisschen was ergänzen. Genau, nur eine ganz kleine Korrektur, Herr Jedamczyk. Wir haben beide uns schon darauf geeinigt, dass wir im 3-Wochen-Rhythmus die Sitzung abhalten werden. Das heißt, wir konnten es gerade auch sehen, die ersten 4 haben wir jetzt terminiert, festgelegt. Die Einladungen dazu werden noch rausgehen. Was auch in den anderen Arbeitskreisen der Fall ist, was ich auch da erwähnt habe, und das gilt dann natürlich für diesen Arbeitskreis auch, Sitzungen sind auch außerhalb der ordentlichen Sitzung möglich. Wir können es dann quasi gemeinsam definieren, die Agenda definieren und dann auch veröffentlichen. Also ich glaube, wir kommen da schnell up to speed. Habe ich 4-Wochen-Rhythmus gesagt? Ich ziehe das wieder zurück, natürlich 3-Wochen-Rhythmus. Genau. 3-wöchiger Rhythmus. Entschuldigung. Um wie viel Uhr ist denn die Sitzung? Weil wenn Sie jetzt hier für Montag einladen, jetzt schon mal deaktiviert. Müsste noch mal reinschauen. Ich meine, von 9 bis 11 Uhr haben wir gesagt, dass wir direkt vormittags anfangen. Genau. Die Zeiträume für die weiteren Sitzungen, die stehen noch nicht fest. Aber für die erste Sitzung 9 bis 11 Uhr. Vielleicht um den Bogen noch mal zu spannen zu dem ersten Teil der heutigen Sitzung. Die Arbeitskreise, die wir jetzt gerade vorgestellt bekommen haben, die schon laufen oder die jetzt gerade nächste Woche starten, werden auch einen ganz wichtigen Beitrag liefern für die Roadmap, die heute Vormittag vorgestellt wurde. Insofern wirklich nochmal der Appell an alle, das ist jetzt die einmalige Gelegenheit, auch das Arbeitsprogramm zusammen mit dem Interop Council und für die Arbeitskreise für die nächsten 2 Jahre wirklich zu framen und Schwerpunkte zu setzen und in diesen großen Leitindikationen tatsächlich Medizin zu verbessern. Insofern würden wir uns freuen, wenn Sie dabei sind und Sie finden auf INA wirklich alle Informationen. Wann ist die Sitzung? Wo ist der Link? Wer sind die Teilnehmer? Wie kann ich mitmachen? Wie kann ich an der Umfrage auch zu dem Kartierungsarbeitskreis von Frau Thun und Peter Osburg teilnehmen? Sie finden dort alles im Nachgang der Sitzung nochmal aufbereitet. Ja, dann kommen wir langsam zum Ende der Sitzung. Heute sind wir wieder besonders schnell. Das haben wir jetzt 3 Uhr. Und jetzt haben wir nur noch hier stehen Fazit und Ausblick.
10 Minuten. Das übernehmen wir zwei. Ne? Ich würde noch mal zusammenfassen, was wir heute gehört haben. Einmal die Updates zu den Arbeitskreisen, Kartierung, Onko und Herzinsuffizienz. Dann die Expertenkreise und unser Ziel, 20 Anwender im August zu haben. Dann die Information zur Aufnahme von TNM, H7 Fire Basisprofilen 1.0 und die Beschlussfassung, die da heißt, dass wir eine Revision von Empfehlungen durchführen werden im Rahmen des Kriterienkatalogs. Ist das richtig, Anke? So ausgedrückt? Genau, also das ist jetzt. Ja. Wir haben den Beschluss gefasst, dass der Revisionszeitraum quasi ergänzt wird auf, also quasi die erste Revision war festgelegt nach 24 Monaten und jetzt die weiteren Revisionen erfolgen auch nach 24 Monaten. Ja, dann übergebe ich mal an Herrn Höcher. Bitte schön. Wir werden wie gewohnt die Aufnahme der heutigen Sitzung auf INA stellen in den nächsten Tagen, genauso wie ein Ergebnisprotokoll. Sie finden dort, wie gesagt, auch alle relevanten Links. Wir werden die nächste Sitzung wieder als öffentliche Sitzung und live vor Ort hier in Axica machen am 18. August und freuen uns dann, wenn wir tatsächlich auch die 20 dazugewonnenen medizinischen Anwender vielleicht auch live vor Ort begrüßen dürfen und würden dann in der Jahreshälfte danach, also dem Herbst, wieder auf digitale Lösungen übergehen. Insofern nutzen Sie die Gelegenheit, hier nochmal am 18.8. live mit uns zusammenzukommen. Es wird im Nachgang am 18.8. auch die Möglichkeit geben, hier nochmal gemeinsam auch in ein Get-Together zu kommen, um ein bisschen auszutauschen, was wir in diesem ersten halben Jahr mit dem Council bereits erreicht haben, wo Sie Schwerpunkte sehen. Und wir als Koordinierungsstelle würden uns natürlich auch freuen, insbesondere von Ihnen, die heute hier mit dabei sind oder die sich digital zugeschaltet haben, auch Ideen oder Anregungen zu bekommen, was wir vielleicht bei künftigen Sitzungen auch anders machen können, damit es für Sie natürlich auch einen möglichst großen Mehrwert hat. Also wenn Sie Ideen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Und wir würden uns tatsächlich freuen, wenn es beim nächsten Mal dann auch wieder eine so rege Teilnahme gibt. Wir hatten rund 50 Teilnehmer im Chat. Wir haben hier die Ränge mit über 20 hochrangigen Experten auch gut besetzt und freuen uns dann auf die Vorstellung der Ergebnisse des Arbeitskreises von Frau Heckmann zu dem Thema Onco Data Flow und vor allem auf den erfolgreichen Kickoff von dem Arbeitskreis von Herrn Jedamczyk zum Thema Herzinsuffizienz am Montag und würden alles andere dann schriftlich Ihnen gerne zur Verfügung stellen und sagen ganz herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag für alle.